The following program explores drug use and abuse throughout history. Viewer discretion is advised. Warum nehmen wir Drogen? Und wie weit reicht unser Umgang mit Rauschmitteln in die Geschichte zurück? Hat der Urmensch Magic Mushrooms gegessen? So war das in der Steinzeit. Welche alten Kulturen versetzten sich mit Hilfe von Drogen in einen Trancezustand? Das Ganze war also eine große griechische Rave-Party? In der Hoffnung, eine neue Welt zu entdecken. Es ist echt. Man nimmt die Wirklichkeit nur in einem breiteren Spektrum wahr. Welche Drogen verliehen manchen Imperien Auftrieb und vergifteten andere? Und wann schritt die Regierung ein und sagte, es reicht? Das wird alles verbrannt? Ja. Das ist eine Menge Gras. Wurden die heutigen harten Drogen schon immer als harte Drogen angesehen? Woher sollen wir wissen, welche Drogen oder Medikamente unserem Körper nicht schaden? Sie machen mir Angst. Haben Sie dagegen auch eine Pille? Hi, ich bin Dean Norris und ich bin auf Drogen. Ebenso wie meine Mutter, mein Arzt und sogar mein Hund. Und wenn Sie im 21. Jahrhundert leben, sind Sie das garantiert auch. Aber überzeugen Sie sich selbst. Lassen Sie uns zusammen eine Zeitreise durch die Geschichte der Drogen machen. Heute können wir zwischen tausenden Drogen und Medikamenten wählen. Aber wie war das vor 20.000 Jahren? Nahmen schon die Urmenschen Rauschmittel, um Körper und Geist bewusst in einen anderen Zustand zu versetzen? Wie haben sie diese gefunden und was haben sie genommen? Die Menschen nehmen Drogen, seit sie auf zwei Beinen laufen konnten. Denn Drogen findet man überall. Ob nun die Mondpflanze, der Kokastrauch oder die Tabakpflanze zufällig in Reichweite wachsen. Die Pflanzen, die wir heute kennen, gab es mehr oder weniger schon vor 20.000 Jahren, mit einer wichtigen Ausnahme. Den Nutzpflanzen wie Weizen und Gerste. Vor 20.000 Jahren konnte aus Gerste noch kein Bier gebraut werden, weil noch keine Gerste angebaut wurde. Aber was waren die ersten Rauschmittel, die die Menschen nahmen? Solche ziemlich abgedrehten Höhlenmalereien könnten einen Hinweis darauf liefern. Höhlenmalereien stellen oftmals sehr einfache Formen dar. Sie erinnern an Formen, die Menschen in einem veränderten Bewusstseinszustand wahrnehmen. Psychedelika gibt es schon länger als den Menschen. Ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass sie in der Geschichte der Menschheit schon immer verwendet wurden. Manche Höhlenmalereien deuten darauf hin. Die verschiedensten Kulturen der Welt haben psychoaktive Pilze, sogenannte Magic Mushrooms, zu sich genommen. Es erscheint nur natürlich, dass die Menschen diese Pilze aßen. Sie waren auf der Suche nach Nahrungsquellen und probierten dabei neue Dinge aus. Reden wir hier von den gleichen Pilzen, die man auch in Höhlenmalereien entdecken kann? Mit Sicherheit können wir das nicht sagen, aber klar ist, dass die Urmenschen keine Karotten oder Zwiebeln malten. Pilze mussten für sie eine besondere Bedeutung gehabt haben. Nur welche? Ich begebe mich auf Pilzsuche, um mehr darüber zu erfahren. Ich kann ja verstehen, warum Menschen auf Schatzsuche gehen, aber auf Pilzsuche? Viele lockt die Suche nach Edelpilzen in den Wald. Zahlreiche andere Pilzarten dagegen, die halluzinogenen Pilze, wirken bewusstseinsverändernd. Die sogenannten Magic Mushrooms? Ja, das ist eine gängige Bezeichnung. In indianischen Kulturen werden sie auch als heilige Pilze bezeichnet. Wann haben Menschen erstmals solche Pilze gegessen? Wie weit reicht das zurück? Es ist wahrscheinlich, dass die Verwendung dieser Pilze zumindest in einigen Regionen bis in die Urgeschichte zurückreicht. Der Urmensch hat Zauberpilze gegessen? So war das in der Steinzeit. Worin liegt der Zauber dieser Pilze? Sie wirken bewusstseinsverändernd und führen zu einer veränderten Wahrnehmung. Was ist der Wirkstoff? Er heißt Psilocybin. Psilocybin ist ein halluzinogener Stoff, der das Serotonin-Level im Gehirn beeinflusst. Es verursacht Schwindel, Erbrechen, Muskelschwäche und macht es unmöglich, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Wie hat der Urmensch diese Pilze entdeckt? Durch Ausprobieren. Er wird sie wohl eher zufällig entdeckt haben. Andererseits könnte er auch bewusst nach etwas gesucht haben, das eine solche Wirkung hat. Man ist zufällig darauf gestoßen und wollte es unbedingt wiederfinden. Genau.
Warum wurden diese Pilze als heilig angesehen? Die Wirkung dieser halluzinogenen Pilze war so überwältigend, dass sie die grundsätzlichen Fragen des Lebens für immer veränderten. Wir kennen den genauen religiösen Antrieb nicht. Aber es muss etwas gewesen sein, das anders nicht in Worte gefasst werden konnte. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob der Urmensch mit Zauberpilzen experimentierte, aber es wird viel darüber spekuliert. Eine kontroverse Ansicht ist, dass bewusstseinserweiternde Erfahrungen mit Magic Mushrooms die Evolution des Menschen vorangetrieben haben könnten. In psychedelischen akademischen Kreisen wird das die Stoned Ape-Theorie genannt. Es ist möglich, dass psychoaktive Pflanzen eine wichtige Rolle in der menschlichen Evolution gespielt haben. Man wird klüger, wenn man Psychedelika richtig verwendet. Man denkt klarer und erkennt Beziehungen in der Natur. Wenn man sieht, dass dort, wo Samen waren, etwas wächst, fängt man an, die Samen zu sammeln. Affen tun das nicht. Ein Affe auf Psychedelika aber hätte das vielleicht getan. Psychedelika haben möglicherweise ein ganz neues Leben auf diesem Planeten hervorgerufen. Die Erfahrungen des Menschen mit psychoaktiven Pflanzen haben vielleicht so etwas wie eine Urreligion erschaffen. Der Mensch schöpfte den Verdacht, dass es noch eine andere Welt geben muss. Seit Jahrtausenden nehmen Menschen halluzinogene Drogen, um mit einer höheren Macht in Verbindung zu treten. Aber haben sie bewusst danach gesucht oder sind sie bei der Nahrungssuche zufällig auf diese veränderten Bewusstseinszustände gestoßen? Okay, wir wollen auf Pilzsuche gehen. Klingt gut. Wonach suchen wir genau? Der bekannteste Pilz hier in Florida ist der kubanische Kahlkopf. Da hinten sehe ich schon ein paar Pilze. Ja, sieht ganz danach aus. Sind das die, die wir suchen? Das sind keine kubanischen Kahlköpfe. Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass es sich um tödliche Giftpilze handeln könnte. Nicht schlecht. Diese hochgiftigen Knollenblätterpilze sind meistens weiß. Sie haben weiße Lamellen, einen weißen Stängel und sackartige Wurzelballen. Wenn mir also nach einer spirituellen Erfahrung ist, sollte ich die besser meiden. Ja, den wollen Sie bestimmt nicht essen, egal zu welchem Zweck. Sie sollten lieber nach halluzinogenen Pilzen Ausschau halten, wie dem kubanischen Kahlkopf. Ich versuch's. Vielleicht sollten wir dieses Waldgebiet lieber verlassen und in Richtung der Wiesen dort drüben gehen. Da haben wir die besten Chancen. Na dann los. Okay. Die Regenfälle in der letzten Zeit haben perfekte Bedingungen für Pilze geschaffen. Ist das dort ein Haufen? Das ist Kuhmist. Exkremente, Dung, Kuhkacke. Wachsen Magic Mushrooms in einer solchen Umgebung? Sogar bevorzugt. Der kubanische Kahlkopf wächst auf den stinkigsten Haufen. Die Pilze wachsen im Mist? Ja. Und die Leute essen das? Ja, in den indianischen Kulturen heißen sie Angelitos, kleine Engel. Naja, ich weiß ja nicht. Ich wünschte, ich wüsste, wonach ich suchen muss. Wenn ich einen entdecke, sage ich Bescheid. So richtig sehe ich noch nicht durch. In 90% der Fälle versuchen die Pilze, uns in die Irre zu führen. Hier drüben wachsen zum Beispiel Düngerlinge, die man leicht mit kubanischen Kahlköpfen verwechseln kann. Die hätten allerdings eine dunkelviolette Färbung. Und wenn ich die essen würde? Sie wären wahrscheinlich etwas verwirrt. Man würde nicht high werden? Nein. Aber ein paar Typen wollten mal von diesen Pilzen high werden. Sie begannen plötzlich zu zittern wie eine Saturn-5-Rakete kurz vor dem Start und riefen aufgeregt, Houston, wir sollten uns besser anschnallen, das wird ein wackeliger Flug werden. Plötzlich hörten sie ein Knattern. Das war das Ende ihres Trips. Nach ein paar Stunden habe ich reichlich Kuhmist und viele Pilze gesehen, aber noch keine Zauberpilze entdecken können. Ich frage mich, ob ich je welche zu Gesicht bekommen werde. Oh ja. Sieh an, Heurika. Haben Drogen uns eher geholfen oder geschadet? Welche Rolle haben Drogen in der menschlichen Entwicklung gespielt? Wie sind unsere Vorfahren überhaupt auf die ersten Rauschmittel gestoßen? Setzen wir unsere Zeitreise durch die Geschichte der Drogen fort. Auf den Wiesen Floridas zieht von Minute zu Minute mehr Feuchtigkeit auf. Ich bezweifle langsam, dass Urmenschen wirklich Magic Mushrooms aßen, wenn diese so schwer zu finden sind. Sind Magic Mushrooms Drogen oder Medizin? Die Begriffe Drogen und Medizin sind kulturell geprägt. In unserer Gesellschaft wird Medizin als etwas Gutes verstanden. In indigenen Gesellschaften gibt es die Begriffe gute Medizin und schlechte Medizin, was so viel bedeutet wie... Sehen Sie die da? Ja, schimmert der bläulich?
Auf jeden Fall. Finde ich auch. Wir suchen nach kubanischen Kahlköpfen. Das ist keiner. Aber das könnte ein Copelandia-Pilz sein. Wow, sieh mal an. Wenn ein solcher Pilz mit dieser Form bläulich schimmert, und das scheint mir der Fall, enthält er Psilocybin. Das ist ein stark halluzinogener Pilz, der sogenannte Copelandia. Heureka! Sie halten da also ein Magic Mushroom in der Hand? Das sieht mir ganz danach aus. Jetzt kann ich Sie also wegen Drogenbesitz festnehmen. Kleiner Scherz. Es stellt sich die Frage, ob unsere Vorfahren Rauschmittel nahmen, um bewusstseinsverändernde Zustände zu erlangen. Können wir das irgendwie beweisen oder widerlegen? Leider nein, weil es keine Pflanzenreste mehr gibt. Es gibt also keine organischen Überreste, die den Drogenkonsum urzeitlicher Jäger und Sammler beweisen würden. Ihre Höhlenkunst mag ziemlich abgefahren erscheinen, aber ein Beweis ist das noch nicht. Hoffentlich hinterließen die nachfolgenden Zivilisationen mehr Spuren. Das alte Ägypten galt in der damaligen Welt als Hochburg der Medizin. Die Ägypter wussten um die Wirkung zahlreicher Giftstoffe und psychoaktiver Substanzen. Die ältesten Schriften, die uns vorliegen, sind ca. 3500 Jahre alt. Eine davon ist der Papyrus Ebers. Er enthält das Wissen, das Ärzte über mehr als 1000 Jahre gesammelt haben. Der ca. 1550 v. Chr. Verfasste Papyrus Ebers gehört zu den ältesten medizinischen Aufzeichnungen der Welt. Dutzende bekannte Heilmittel werden dort erwähnt. Knoblauch, um Hämorrhoiden zu lindern, Dill gegen Blähungen und Honig bei Atemwegserkrankungen. Außerdem ist dort ein überraschendes Heilmittel zur Beruhigung von Babys zu finden. Opium. Naja, wenn's hilft. Opium ist ein sehr gutes Schmerzmittel und hat sich als Segen für die Menschheit erwiesen. Solche Amphoren findet man überall in Ägypten. Wenn man sie auf den Kopf stellt, erinnert ihre Form an die einer Mohnkapsel. Und auch diese Gravuren könnten für das Einritzen der Kapseln bei der Opiumgewinnung stehen. Die Ägypter entdeckten diese magischen Heilmittel nicht nur für medizinische Zwecke, sondern verwendeten Substanzen wie Weihrauch und Myrrhe auch in ihren religiösen Zeremonien. Die meisten Menschen kennen Weihrauch und Myrrhe als Gaben zur Geburt Jesu. Wenn der Rauch in geschlossenen Räumen eingeatmet wird, entfaltet er eine ziemlich starke Wirkung. Die Ägypter wussten, Weihrauch einzusetzen, um Statuen zum Leben zu erwecken oder die Götter durch die Statuen sprechen zu lassen. Anscheinend verstanden sich sowohl die Ägypter als auch die Griechen auf diese Methode und räucherten das Publikum mit großen Mengen Weihrauch ein. Wer weiß, ob Weihrauch und Myrrhe noch heute Statuen zum Sprechen bringen könnten. Aber jüngste wissenschaftliche Studien an Mäusen belegen, dass Weihrauch und Myrrhe tatsächlich schmerzlindernd wirken und Symptome von Depressionen und Angstzuständen mildern können. Ich kenne Leute, die mit Weihrauch experimentiert haben. Es hat eine psychoaktive Wirkung. Die alten Ägypter verwendeten Rauschmittel als Medizin und bei religiösen Zeremonien. Aber nahmen sie sie manchmal auch nur zum Spaß? Die alten Ägypter veranstalteten jedes Jahr verschiedene Festlichkeiten, auf denen sie sich die Kante gaben. Auf dem Fest für die Göttin Hathor zum Beispiel betrank man sich mit großen Mengen Rotbier. Mit ihren Biervorräten wollten die Ägypter nicht spaßen und stellten sicher, dass das Lager immer gut gefüllt war. Das ist ein 6000 Jahre alter ägyptischer Bierkrug. Jemand hat diesen in das Grab seines Freundes gelegt, um sicherzustellen, dass dieser auch in der Ewigkeit noch Bier trinken konnte. Auf unsere Grabsteine schreiben wir Ruhe in Frieden. Die alten Ägypter sagten dagegen, mögest du Brot und Bier erhalten. Die alten Ägypter haben Pyramiden erbaut, Städte errichtet und über Jahrtausende geherrscht. Es ist offensichtlich, dass Rauschmittel zu ihrem Leben dazugehörten. Aber auch auf der anderen Seite der Erde gab es eine Zivilisation, die Pyramiden errichtete. Ihre Drogenerfahrungen haben sie möglicherweise noch auf ganz andere Trips geführt. Ich habe gehört, dass die alten Maya alle möglichen abgefahrenen Mittel nahmen. Ich will herausfinden, ob das stimmt. Wow, das ist also Copan.
Das ist Copan, eine der prächtigen alten Maya-Städte. Solche monumentalen Tempelanlagen findet man im heutigen Guatemala, in Belize, im Westen El Salvadors und Honduras sowie im Süden Mexikos. Das war eine hochentwickelte Gesellschaft. Extrem hochentwickelt. All die grimmig blickenden Statuen mitten in einer saftig grünen Landschaft, dieser Ort wirkt vielversprechend. Das ist Tempel 11. Und was ist das? Die Maya wollten dem Himmel näher kommen, denn dort wohnten die Götter. Wollen wir ihnen auch ein Stück näher kommen? Na los. Als hochentwickelte Gesellschaft hatten sie doch bestimmt einen Fahrstuhl. Nein, sie hätten sich wahrscheinlich hochtragen lassen. Auch nicht schlecht. Die Maya bauten Pyramiden, um den Göttern näher zu sein. Nahmen sie zu diesem Zweck auch Drogen? Wir sind fast da. Um das herauszufinden, müssen wir selbst unsere Grenzen überschreiten. Damit meine ich die Kletterei. Die altamerikanischen Kulturen in der westlichen Hemisphäre kannten eine Vielzahl natürlicher psychotroper Substanzen. Sie wurden in ganz Süd- und Mittelamerika bei kultischen Riten und Gottesanbetungen verwendet. Wenn die indigenen Kulturen wussten, welche psychoaktiven Pflanzen um sie herum wuchsen, stellte Copan sicherlich keine Ausnahme dar. Copan war die bedeutendste Maya-Stadt, ein Königreich in den Bergen. Manche bezeichnen es als das Shangri-La der Maya. Man kann sich kaum vorstellen, wie das Leben hier ausgesehen haben muss. Was wissen wir über ihren Umgang mit Rauschmitteln? Die Maya waren Bauern. Sie kannten sich in der Welt der Pflanzen aus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie psychoaktive Pflanzen zu sich nahmen. Sie müssen gewusst haben, dass psychoaktive Pflanzen narkotisierend wirken. Durch jahrhundertelanges Ausprobieren und Experimentieren verstanden sie irgendwann, welche Wirkungen eine Pflanze oder ein Pilz haben konnte. Die Maya-Pilzkunst könnte ein Hinweis auf die Verwendung von Rauschmitteln sein. Aber wenn sie wirklich Psychedelika verwendeten, was wollten sie damit erleben und warum? Sie wollten mit den Göttern kommunizieren. Sich bei den Göttern Rat zu holen, bedeutete Macht. Solche rituellen Gottesanbetungen wurden von Blutopfern und anderen Opferriten begleitet. Blutopfer? Was heißt das? Okay, nehmen wir an, Sie wären der König der Maya in Copan. König zu sein ist toll. Was würde ich tun? Tja, sie würden ihre Geschlechtsteile herausholen und diese mit einem sehr wertvollen Objekt, dem Stachel eines Rochens, der den Weg von den Ozeanen bis hierher gefunden hat, durchstechen. Ganz ruhig. Sie würden dann das Blut in eine Keramikschüssel fließen lassen und das Ganze zusammen mit etwas Baumrindenpapier anzünden. Der Rauch ihres Blutes würde den Göttern dann als Opfergabe dargeboten werden. Vielleicht ist es doch nicht so toll, König zu sein. Ich verstehe, warum einen das in einen anderen Zustand versetzen würde. Aber wäre es nicht einfacher, ein paar Pilze zu essen? Es ist wahrscheinlich, dass bei diesen Ritualen auch psychotrope Pflanzen oder Pilze eine Rolle spielten. Könige waren wahrscheinlich auch als Schamanen tätig, die visionäre Bewusstseinszustände erlangten und in andere Welten reisten. Dabei waren Pilze bestimmt hilfreich. Ja, bestimmt. Dann spricht es sich auch leichter mit den Toten. Das ist dann kein Problem mehr. Wenn die Maya so eine hochentwickelte Kultur waren, frage ich mich, ob sie auch neue Einnahmeformen entwickelten. Es gibt Hinweise darauf, dass sie Tabak in Form von rituellen Einläufen konsumierten. Oh Gott, was? Warum gelten psychoaktive Drogen als so gefährlich, wenn doch schon die alten Maya sie verwendeten, um mit den Göttern zu kommunizieren? Wahrscheinlich gaben die Maya sogar ihren Toten narkotisierende Pflanzen als Grabbeigaben mit. Alan führt mich zu den unterirdischen Grabanlagen, damit ich mir das mal genauer ansehen kann. In der Archäologie ziehen wir heutzutage die exakten Wissenschaften zu Rate. Die wichtigste Methode dabei ist es, nach pflanzlichen Proben zu suchen, um zu verstehen, welche Pflanzen in Ritualen verwendet wurden, zum Beispiel bei Bestattungen. Manche Archäologen suchen nach Beweisen für psychoaktive oder hochhalluzinogene Pflanzen. Hier sieht man zum Beispiel Nischen, in die Opfergaben gestellt wurden, auch Pflanzen. Wir wissen also, dass diese Pflanzen von Bedeutung waren, weil sie den Toten beigegeben wurden? Genau. Welche anderen psychoaktiven Pflanzen haben die Maya möglicherweise verwendet? Da wäre auf jeden Fall der Tabak zu nennen. Haben sie den Tabak geraucht? Man kann ihn natürlich rauchen, aber es gibt Hinweise darauf, dass sie den Tabak bei rituellen Einläufen verwendeten. Oh je, was? Man muss bedenken, dass der Darm ein sehr gut durchblutetes Organ ist. Man kann also einen chemischen Inhaltsstoff mit Hilfe eines Einlaufs sehr schnell und wirksam verabreichen. Das war eine ernste rituelle Angelegenheit. Es klingt ernst.
Ein Tabakeinlauf entspricht ungefähr der Wirkung von 20, 30 oder 40 Zigaretten und würde daher einen stark veränderten Bewusstseinszustand und Visionen hervorrufen. Ich glaube, wenn ich mir Tabak mittels eines Einlaufes reinziehen würde, würde das bei mir keine Visionen auslösen. Die Maya waren kreativ, wenn es darum ging, bewusstseinsverändernde Zustände hervorzurufen. Aber wirklich angenehm klingen ihre Methoden nicht. Tabakeinläufe oder Geschlechtsteile durchstechen hat man doch bestimmt nicht nur zum Spaß gemacht. Nein, damit hatte das nichts zu tun. Wir sprechen von Ritualen, die einer festen, vorgegebenen Struktur folgten. Die Pflanzen halfen den Maya also dabei, mit den Göttern zu kommunizieren? Sie wurden selbst zu Göttern, denn sie nahmen die Gottheiten in ihrem Körper auf und kommunizierten so mit ihnen. Die Maya glaubten, durch Rauschmittel die Götter in ihrem Körper aufzunehmen. Gab es bei anderen indigenen Kulturen ähnliche Gepflogenheiten? Sie müssen sich vorstellen, dass sich all diese Kulturen im Dschungel entwickelten. Auf dem amerikanischen Kontinent gibt es wahrscheinlich 10-mal so viele psychoaktive Pflanzen wie in anderen Teilen der Welt. Wow, das glaube ich gern. Wenn wir um die unglaubliche biologische Vielfalt im Amazonas wissen, können wir verstehen, warum in Amerika so viele psychoaktive Drogen bekannt sind wie Ayahuasca. Ayahuasca ist ein halluzinogenes pflanzliches Gebräu, das südamerikanische Völker auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung über Tausende von Jahren entwickelt haben. In den USA ist es verboten. Nur Mitglieder spezieller Religionsgemeinschaften dürfen es mit einer Sondergenehmigung der Regierung zu sich nehmen. Ayahuasca ist eine sehr komplexe Droge und wurde wahrscheinlich über Jahrtausende entwickelt. Könnte man es als eine der ersten pharmazeutischen Drogen bezeichnen, weil man es erst herstellen musste? Ja, man konnte es nicht einfach irgendwo abreißen oder pflücken. Die Lianen und Pflanzen müssen vorsichtig geerntet, aufgebrüht und in eine dickflüssige Mixtur eingekocht werden, bevor man es trinken kann. Was würde mit mir passieren, wenn ich das trinken würde? Zunächst würden Sie Ayahuasca wahrscheinlich in einer kleinen Gruppe zu sich nehmen, zusammen mit einem erfahrenen Schamanen, der die Zeremonie leiten würde. In den folgenden Stunden würden Sie sich höchstwahrscheinlich die Seele aus dem Leib kotzen. Was? Ja, Sie werden gereinigt, um danach eine der stärksten visionären Erfahrungen zu machen, die einem eine pflanzliche Droge bieten kann. Ich hätte verrückte Halluzinationen? Es sind keine Halluzinationen, nichts Fiktives. Vielmehr ist es eine gesteigerte Wahrnehmung der Realität. Man nimmt sie in einem breiteren Spektrum wahr. Es ist also ein Teil der Realität, nichts Irreales. Es ist ein Teil der Realität. Sie wird nur geschärft wahrgenommen. Man ist in der Lage, mit den Jaguargeistern im Wald zu kommunizieren, aber es ist echt. Ist Ayahuasca wirklich das Tor in eine gesteigerte Wahrnehmung der Realität oder spielt einem das Gehirn nur einen Streich? Das Gehirn ist ein hochkompliziertes Organ. Es verwertet all die verschiedenen chemischen Botenstoffe und neurochemischen Systeme. Es ist klar, dass solche Substanzen das Serotoninsystem beeinflussen, was starke Auswirkungen auf verschiedene Hirnregionen hat. Auf diese Weise können unsere normalen Gedankenverknüpfungen und unsere Sicht auf die Welt aufgelöst werden. Bevor wir Copan verlassen, zeigt Alan mir den berühmten Ballsportplatz. Hier gingen die Maya einem Ballspiel nach, bei dem einiges auf dem Spiel stand. Die Verlierer? Sagen wir einfach, dass es besser war, nicht zu den Verlierern zu gehören. Wurden bei diesem Spiel auch Rauschmittel konsumiert? Sicher wissen wir das nicht. Aber im Hochland von Guatemala wurden jahrhundertealte Pilzskulpturen gefunden. Auf einigen sind typische Utensilien eines Ballspiels zu erkennen, was den Verdacht nahelegt, dass die Maya die Pilze aßen und anschließend spielten. Warum in aller Welt nimmt man vor dem Spiel Zauberpilze zu sich? Gute Frage. Es scheint belegt, dass Psilocybin, der Wirkstoff der Pilze, die Sehschärfe und die Koordination verbessert. Lange vor dem Doping im Spitzensport war das also die erste leistungsfördernde Droge? Könnte gut sein. Wie wird gespielt? Es ist verboten, die Hände zu benutzen. Gespielt wird mit Brust, Schultern, Oberarmen, Oberschenkeln und Hüfte. Der Ball muss im Spiel gehalten werden, er muss immer in der Luft bleiben. Das ist nicht irgendein Sport, sondern ein Ritual. Der Ball repräsentiert die Sonne, die am Himmelszelt steht. Wenn sie herunterfällt, stürzt sie auf das Dach der Unterwelt und weckt ihre Bewohner auf. Keine gute Idee. Das stimmt, denn die Verlierer landeten vielleicht auf dem Opfertisch. Schlechtes Spielen hatte Konsequenzen. Ziemlich schwerwiegende. Es ist also ein Spiel um Leben und Tod, bei dem man ein paar Pilze isst und versucht, den Ball nicht auf den Boden aufkommen zu lassen, ohne dabei die Hände zu benutzen. So sieht's aus. Oder man stirbt. Wow, tolle Idee. Die Typen waren knallhart, wie die Oakland Riders.
das in den 70ern. Knallhart. Na los, spielen wir. Gut. Na los. Okay. Sie sind tot. Gab es Schiedsrichter? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall standen eine Menge Zuschauer herum. Wie peinlich. Tut mir leid, liebe Fans. Versuchen wir es nochmal. Mindestens zweimal hin und her. Okay, diesmal setze ich den Oberschenkel ein. Versuchen wir es ein letztes Mal. Ich habe getrickst. Okay, wir spielen eine K.O.-Runde, wie es damals üblich war. Legen Sie los. Zeit für ein Menschenopfer. Na los. Für die Maya und andere indigene Kulturen waren Drogen ein Tor in die spirituelle Welt. Heute werden psychedelische Drogen in der höchsten Klassifikationsstufe als hochgefährlich aufgeführt. Aber für die indigenen Völker in Süd- und Mittelamerika waren halluzinogene Rauschmittel wie Pilze und Ayahuasca ein heiliges Mittel, um neue Sphären zu erreichen. Wie sah es in der antiken Gesellschaft aus, die uns die Demokratie geschenkt hat? Hat man dort ähnliche Erfahrungen gemacht? Hielten die alten Griechen Drogen für tödliches Gift oder wertvolle Arznei? Wurzeln nicht viele unserer heutigen Glaubensansichten in der Antike? Viele unserer modernen philosophischen Ansichten haben ihre Wurzeln in griechischen Modellen. Diese wurden in einer Zeit entwickelt, in der die frühen Philosophen Griechenlands regelmäßig zu Rauschmitteln griffen. Man überlegt heute, ob derjenige, der damals ein Philosoph genannt wurde, nicht auch als Schamane bezeichnet werden könnte. Ich habe von geheimen Kulten und Ritualen im antiken Griechenland gehört. Wir wissen wenig darüber, aber anscheinend spielten bewusstseinsverändernde Zustände dabei eine Rolle. Das muss ich mir selbst ansehen. Dies ist das Heiligtum der Gottheiten Demeter und Persephone. Jedes Jahr kamen Athener hierher, um in die Mysterien von Eleusis eingeführt zu werden. Dabei verließ man seinen Körper, reiste in die andere Welt und kehrte wieder zurück. Die Teilnehmer dieses Initiationsritus reisten in eine andere Welt. Was genau hat sie dorthin geführt? Es gibt zwei Theorien. Einige halten Zauberpilze für wahrscheinlich, andere den Mutterkornpilz. Von Zauberpilzen habe ich gehört, aber was ist der Mutterkornpilz? Wie high waren die im Laufe der Geschichte? Und welche Drogen nahmen die alten Griechen? Setzen wir unsere Zeitreise durch die Geschichte der Drogen fort. Die alten Maya nahmen Drogen, um mit den Göttern zu kommunizieren. Haben die Griechen auch zu solchen Methoden gegriffen? Was hofften sie bei den geheimen Riten der Mysterien von Eleusis zu entdecken? Und was genau brachte sie auf ihre Entdeckungen? Die Mysterien von Eleusis waren ein bedeutender religiöser Ritus in der klassischen Antike, der fast 2000 Jahre lang begangen wurde. Das ist das Telesterion, das Zentrum des Geschehens. Ganz schön groß. Fast wie ein griechischer Madison Square Garden. Hier fanden tausende Menschen Platz. Sehen Sie diese Stufen? Dort standen die Zuschauer. Es gab Licht, Dunkelheit, Musik. Tanz? Auch Tanz, ja. Das war also wie eine große griechische Rave-Party? Ja, stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Eine totale Überreizung der Sinne. Es veränderte das Leben für immer. Aber hier feierten nicht nur irgendwelche Kids eine Party im Wald. In die Mysterien von Eleusis wurden unter anderem Sokrates, Platon und Aristoteles eingeführt. Es muss doch irgendwas gegeben haben, das sie so vom Hocker gehauen hat. Sie haben die Götter getroffen. Sie haben die Götter getroffen. Wow. Die Teilnehmer kamen hierher und haben sich diesem Ritus unterzogen. Glauben Sie, dass da irgendwelche Drogen im Spiel waren? Das könnte gut sein. Wirklich? Sie sprechen von bewusstseinsverändernden Zuständen? Genau, wenn Drogen im Spiel waren. Welche wären das gewesen? Da gibt es geteilte Meinungen. Einige halten Zauberpilze für wahrscheinlich, andere den Mutterkornpilz. Zauberpilze kenne ich, aber was sind Mutterkornpilze? Der Mutterkornpilz befällt Gräser. Die Einnahme dieses Pilzes wirkt sich auf die chemischen Vorgänge im Gehirn aus. Das erhöhte Serotonin-Level löst starke Halluzinationen aus. In den 1930er Jahren wurde der Mutterkornpilz verwendet, um Lysergsäure-Diethylamid herzustellen, auch LSD genannt. Wir wissen, dass die Teilnehmer des Initiationsritus ein Getränk namens Kykeon tranken, das aus Gerste und Poleiminze gebraut wurde. Es ist also möglich, dass die Gerste vom Mutterkornpilz befallen war. So die Theorie.
Der Mutterkornpilz mit seiner psychotropen Wirkung hat es ihnen womöglich erlaubt, mit den Göttern zu kommunizieren. Das Problem hierbei ist, dass noch niemand in der Lage war, eine halluzinogene Droge aus dem Mutterkorn zu gewinnen, die einen nicht sofort lähmt oder umbringt. Der Mutterkornpilz kann sehr gefährlich sein. Daher wollten die Athener wahrscheinlich nicht, dass die Formel an die Öffentlichkeit gelangt. Diese Substanz hatte Potenzial und wurde daher auch zu nicht-religiösen Zwecken verwendet. Das war allerdings ein Kapitalverbrechen. Die Teilnehmer des Ritus nahmen diese Droge heimlich. Das Geheimnis zu lüften hätte vielleicht ihren Tod bedeutet. Einige Historiker halten es für möglich, dass diese Droge eine Inspirationsquelle für die antiken Meisterwerke darstellte, die wir noch heute studieren. Jeder antike Philosoph von Rang und Namen wurde irgendwann in die Mysterien von Eleusis eingeführt. Die Erfahrungen mit den psychotropen Substanzen war möglicherweise eine Inspirationsquelle für ihre Ideen. Wann war damit Schluss? Um 400 nach Christus, als die Goten hier einfielen. Gott, diese Kids mit dickem Kajalstrich und engen schwarzen Hosen? Diese trugen Rüstungen. Ein bisschen angsteinflößender. Ein bisschen, ja. Das Ende der Mysterien von Eleusis wurde eingeläutet, als das Römische Reich zum christlichen Glauben konvertiert ist. Die Christen entweihten die Tempelanlagen. Es blieben nur noch Ruinen übrig. Ich frage mich, ob die Griechen auch aus anderen Gründen Drogen nahmen. Drogen wurden in Griechenland in allen Kreisen genommen, sogar in der Volksversammlung. Das ist der Parthenon, die Wiege der Demokratie. Wahnsinn, genau hier? Genau hier, wo wir gerade stehen. Das Treffen begann mit einem Reinigungsritual. Dafür wurden Pflanzen und Kräuter verbrannt. Die Vertreter der Volksversammlung setzten sich dem Rauch psychotroper Pflanzen aus, um in eine, wie sie es nannten, heitere Stimmung zu geraten. So ließ es sich besser über Politik diskutieren. Was war das für ein Rauch? Sie verbrannten Weihrauch und Myrrhe, Pflanzenharze und vielleicht auch Pflanzenblätter. Und Cannabis? Das ist nicht auszuschließen. Die Griechen kannten Cannabis. Ich gebe Ihnen einen kleinen Hinweis. Wo Rauch ist, ist auch Cannabis. Diese Räucherei kann man sich wie beim Hotboxing vorstellen. Man sitzt mit seinen Kumpels im Auto, raucht Marihuana und wird so die ganze Zeit von der Wirkung berauscht. Stellen Sie sich vor, Ihr Auto ist so stark verraucht, dass Sie nach Luft schnappen müssen. So ist es den Volksvertretern ergangen, wenn sie den Rauch psychotroper Pflanzen inhalierten, bevor sie über die Gesetzgebung debattierten. Es scheint, dass dieser abgehobene Zustand ein wichtiger Bestandteil von religiösen und politischen Zeremonien war, ein wichtiger Bestandteil des griechischen Lebens. Das stimmt. Der Rausch war ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Aus dem griechischen Wort Pharmakon, das so viel wie Medizin oder Gift bedeutet, entstand der moderne Begriff Pharmakologie. Der griechische Arzt Hippokrates, der als Vater der modernen Medizin gilt, erkannte, dass hinter der spezifischen Wirkung von Drogen auf unseren Körper wissenschaftliche Gründe stecken könnten. Die Griechen waren der Auffassung, dass jede Substanz, die sich verändernd auf unseren Körper auswirkt, gute oder schlechte Eigenschaften haben konnte. Schlangengift war eine der gebräuchlichsten Arzneien der Antike. Das moderne Symbol der Medizin, ein Erbe der Griechen, zeigt zwei sich um einen Stab windende Schlangen. Die Griechen waren sich wahrscheinlich bewusst, dass viele Drogen, wie auch Schlangengift, sowohl heilende als auch schädliche Wirkungen haben konnten. In der griechischen Gesellschaft waren Drogen anscheinend kein moralisches Tabu. Nein, ganz und gar nicht. Es war keine Frage von Moral. In solchen Kategorien dachten sie nicht. Sie schätzten den Genuss, der ihrem Verständnis eines schönen Lebens nahe kam. Für die Griechen hatten Drogen hauptsächlich mit Genuss zu tun? Es ging um den Genuss im richtigen Moment, im richtigen Kontext. Wie in diesen Studentenverbindungen mit den griechischen Buchstaben, etwa Sigma Pi. Das glaube ich gern. Ob religiöse Rituale, politische Zusammenkünfte oder medizinisches Studium. Die Griechen waren durchaus bewandert im Umgang mit Drogen. Sie wussten auch, dass Drogen gefährlich sein konnten. Aber sie zu nehmen, war keine Frage von richtig oder falsch. Und Jesus? Ist es möglich, dass er schon seit über 2000 Jahren im Kampf mit den Drogen um den Glauben und die Hingabe der Menschen steht?
Für die alten Griechen und andere Kulturen waren Rauschmittel ein wichtiges Mittel, um eine Verbindung zu den Göttern aufzubauen. Warum sahen die ersten Christen das anders? Die frühen Christen waren körperlichen Genüssen gegenüber ängstlich und argwöhnisch eingestellt. Schon damals wussten die Menschen um den körperlichen Genuss, der mit dem Konsum von Rauschmitteln einhergeht. Aber das war mit der christlichen Botschaft unvereinbar. Der Glaube an Christus war der einzige Weg zur Erlösung. Glaube und Drogen waren nicht miteinander vereinbar. Mit dem Aufstieg der christlichen Herrscher im 4. Jahrhundert wurden die ersten Anti-Drogen-Gesetze verabschiedet. Sie richteten sich hauptsächlich an den Drogenkonsum der konkurrierenden Mysterienreligionen. Wenn die Menschen Drogen nehmen können, um die Einheit mit Gott zu spüren, wozu brauchen sie dann noch die Kirche? Die Menschen sollten erkennen, dass der Glaube an Christus der einzige Weg war, Religion wahrhaftig zu erfahren. Einige Historiker glauben, dass die frühen Christen einen richtigen Krieg gegen Drogen führten. Die Christen schlossen sich zu Banden selbsternannter Gesetzeshüter zusammen. Mönche zogen umher, zerstörten fremde Tempel und mordeten. Haben die Christen Drogen als Bedrohung angesehen? Steht der Glaube an eine Substanz dem Glauben an Jesus im Weg? Vorchristliche Religionen berauschten sich, um Gott zu erfahren. Die Christen scheinen zu glauben, dass Drogen genau das Gegenteil bewirken. Wie kam es zu dieser Kluft? Ich besuche das Calvary Suchttherapiezentrum in Phoenix und hoffe, Antworten zu finden. Es gibt Menschen, die in ihrer Therapie nach einem christlichen Element suchen. Hier können sie dieses Element finden. Der Glaube an Gott ist Teil der Behandlung. Können Menschen ihre Drogensucht nur bekämpfen, wenn sie an eine höhere Macht glauben? In einer Studie wurde jüngst gezeigt, dass Alkoholiker in glaubensgestützten Therapieprogrammen eine um 30% höhere Chance haben, nüchtern zu bleiben, als solche in normalen Programmen. Außerdem haben gläubige Amerikaner eine höhere Lebenserwartung, sind im Allgemeinen wohlhabender und erholen sich eher von lebensbedrohlichen Operationen. Der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Das ist in der Suchttherapie nicht anders. Warum standen die frühen Christen Rauschmitteln ablehnend gegenüber? Einige Historiker glauben, dass die frühen Christen einen richtigen Krieg gegen Drogen führten. Die Christen waren möglichen Rivalen ihrer wachsenden Religionsgemeinschaft feindlich gesinnt und verfolgten diese. Sie zerstörten ihre Tempel und entweihten ihre Statuen. Im 4. Jahrhundert fielen Mönche in Siedlungen ein, von denen bekannt war, dass die dortige Bevölkerung in religiösen Zeremonien Drogen verwendete. Tempel wurden zerstört und Menschen umgebracht. Der Feldzug gegen den Drogenkonsum der Ungläubigen war ein wichtiger politischer Schachzug der Bischöfe, um sich Macht und Legitimität zu verschaffen. Im Calvary-Zentrum führen die Menschen keinen Feldzug gegen Drogen. Sie kämpfen gegen ihre Sucht. Und dabei ist ihre stärkste Waffe der Glaube. Aber warum können Drogen und christlicher Glaube nicht nebeneinander bestehen? Mithilfe einer Substanz kann man nicht mit Gott kommunizieren. Die Bibel gibt nur einen Weg vor, um sich mit Gott zu versöhnen und mit ihm zu kommunizieren. Jesus sprach: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und was ist mit den amerikanischen Urgesellschaften, die Drogen nahmen, um, wie sie es ausdrückten, Gott zu finden? Im Laufe der Geschichte haben Menschen immer wieder bewusstseinsverändernde Substanzen konsumiert, die in manchen Bibelübersetzungen als Hexerei, in anderen als Zauberei beschrieben werden. Die christliche Perspektive ist folgende: Es geht nicht so sehr um ein Drogen- oder Alkoholproblem, sondern um ein falsches Gottesbild. Gott wird gegen ein Götzenbild eingetauscht. Damit meinen Sie Alkohol oder Drogen? Genau. Was sehe ich in einem Laden, wenn ich am Schnapsregal vorbeigehe? Einen Altar voller Götzenbilder. Alkohol ist das Ergebnis eines Gärprozesses, an dem Getreide, Hefe und Zucker beteiligt sind, der sogenannten Fermentation. Alkohol ist das weltweit verbreitetste Genuss- und Rauschmittel. Über 140 Millionen Menschen leiden an alkoholbedingten Erkrankungen. Gibt es Figuren in der Bibel, die den Drogenmissbrauch gezielt ansprechen? Hier wäre unbedingt der Apostel Paulus zu erwähnen, der sein gesamtes Leben Jesus Christus widmete und einen Großteil des Neuen Testaments verfasst hat. Er sprach: Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, Unzucht, Zauberei, Abgötterei.
Falsche Götter können echte spirituelle Bedürfnisse niemals erfüllen. Man kann all dem hinterherjagen, aber man endet immer gebrochen und am Boden zerstört. Aus christlicher Sicht waren Drogen schon immer falsche Götter, die die Menschen vom wahren Gott, den sie anbeten sollten, ablenkten. Aber warum nahmen die ersten Christen auch Substanzen, die irgendwie gar nicht so christlich waren? Was ist falsch daran, seinem Körper ab und an mal einen kleinen Genuss zu gönnen? Selbst Jesus trank Wein. Es wäre nicht falsch, einige der frühchristlichen Ansichten als puritanisch zu beschreiben. Die Idee des Sich-Entsagens war ein wichtiger Bestandteil einer zumindest idealisierten frühchristlichen Spiritualität. Zum ersten Mal in der Geschichte werden Rauschmittel als etwas Unmoralisches angesehen. Moral oder Unmoral mal beiseite. Drogen sehen im Vergleich zu dem, was Christen als das ultimative High ansehen, alt aus. Kann man bis zu einem gewissen Grad die Ekstase oder das Gefühl, das man im Drogenkonsum sucht, in der Kirche oder durch Christus erleben? Klar, keine Frage. Und das ist das echte Gefühl. Es ist wahrhaftig. Das Christentum stand Drogen schon in seinen Anfängen feindlich gegenüber. Im Judentum sah man es ein bisschen anders. Die rabbinischen Schriften äußern zwar Bedenken, trotzdem gab es die Möglichkeit, körperliche Genüsse zu erfahren. Seien es sexuelle Genüsse oder Rauschzustände. Allerdings alles in Maßen und zu seiner Zeit. Der Genuss war ein wichtiger Bestandteil des Lebens, einem Leben, das wir auf dieser Welt in diesem Körper führen. Andere Religionen stehen dem Drogenkonsum etwas weniger tolerant gegenüber. Für Mormonen ist der Körper heilig. Das bedeutet kein Alkohol, kein Tabak, keine illegalen Drogen und auch kein Koffein. Ja, das heißt kein Kaffee. Scientologen glauben, dass Drogen die Fähigkeit des Geistes behindern, sich selbst zu heilen und ernste mentale Angstzustände verursachen. Für Rastafari dreht sich alles um Marihuana, ein heiliges Kraut, das verwendet wird, um mit Gott zu kommunizieren. Andererseits tolerieren sie im Allgemeinen keinen Alkohol und sind der Auffassung, dass es sich bei dem Wein in der Bibel nur um Traubensaft handelte. Das Wertesystem der westlichen Welt aber dominierte das Christentum. In diesem Wertesystem wurzeln wahrscheinlich auch unsere Ansichten über Drogen. Im 4., 5. Jahrhundert wurden Rauschmittel als etwas moralisch Schlechtes stigmatisiert. Drogen wurden nunmehr als unmoralisch verurteilt. Aber wenn das Christentum so mächtig war, warum hat die Kirche den Konsum von Rauschmitteln nie völlig verhindert? Als die Menschen den hohen Wert von Drogen auf dem Weltmarkt erkannten, war die Moral schnell vergessen. Manchmal ist es egal, wie religiös die Menschen sind. Geld regiert die Welt. Als die Europäer Anfang des 15. Jahrhunderts die Weltmeere eroberten und neue Welten entdeckten, stießen sie auch auf eine neue Welt voller Rauschmittel. Zunächst waren diese Produkte lokal begrenzt. Schließlich sind die meisten Drogen pflanzlichen Ursprungs und nicht überall auf der Welt wachsen dieselben Pflanzenarten. Es ist das Ergebnis des weltumspannenden Seehandels, dass wir in der frühen Neuzeit diesen Zusammenfluss verschiedenster Rauschmittel erleben. In Asien, Afrika und Amerika wuchsen Pflanzen und Kräuter, von denen die Europäer nicht zu träumen gewagt hätten. Aber welche Rauschmittel brachten die Eroberer von ihren exotischen Reisen auf den Weltmeeren mit? Das ist Kapitän Robert Knox von der britischen Ostindien-Kompanie. Hinter diesem Gemälde steckt eine faszinierende Geschichte. Knox erlitt vor Sri Lanka Schiffbruch und verbrachte letztendlich 19 Jahre auf der Insel. Der dortige König wollte ihn als Teil seines Zoos behalten. Er wurde im Zoo ausgestellt? Ja, er war der klassische Engländer. Schließlich kehrte Knox nach London zurück. Er wandte sich an die Royal Society, um dem König seine Mitbringsel zu präsentieren. Dazu gehörte auch Cannabis. Cannabis? Er kniete also nieder und sagte, mein Herr, Cannabis. Das war wahrscheinlich das erste Mal, dass Cannabis nach Großbritannien gebracht wurde. Nachdem Knox seine mitgebrachten Proben vorlegte, wurde natürlich damit experimentiert. Man diskutierte, was diese neue Substanz bringen könnte. Welche anderen Rauschmittel wurden von all den Eroberungsreisen mitgebracht? Knox brachte Dinge aus Asien mit. Aus der neuen Welt, aus Amerika, war der Tabak die wichtigste neue Droge. Als die Europäer den Tabak entdeckten, entwickelten sie auch eine neue Form, ihn zu konsumieren, das Rauchen.
Das war ein wichtiger Schritt, nicht nur für den Gebrauch von Tabak, sondern auch für den Konsum späterer Drogen. Damit eine hohe Konzentration am schnellsten seine Wirkung im Gehirn entfalten kann, muss man sich die Substanz in die Vene injizieren oder sie rauchen. Vor dem frühen 17. Jahrhundert war das Rauchen zumindest in Europa ungebräuchlich. Als der weltweite Handel dann neue Rauschmittel nach Europa brachte, entdeckten die Menschen auch neue Einnahmeformen. Diese Entwicklung hat den Geist der psychoaktiven Drogen aus der Flasche gelassen. Als die Drogen den Weltmarkt erreichten, ließ das weltweite Marketing nicht lange auf sich warten. Die erste internationale Marke vor Coca-Cola oder Pepsi war Patna-Opium. Man wusste, wenn man Patna-Opium kaufte, bekam man Qualität. Welche Drogen reisten über die Weltmeere und breiteten sich überall auf der Welt aus? Setzen wir unsere Zeitreise durch die Geschichte der Drogen fort, an einem Ort, wo die Zeit beginnt. Sie stehen auf dem Nullmeridian. Alles westlich von hier liegt in der einen Hemisphäre und alles östlich von hier in der anderen. London ist also das Zentrum der Welt. Die Briten legten das Zentrum der Welt fest und ganz zufällig führt es mitten durch London. Es ist nicht ganz willkürlich festgelegt worden. Ein wichtiger Grund, warum der Nullmeridian durch London verläuft, war der Handel der Ostindien-Kompanie mit Tee, Gewürzen, aber auch Opium. Ein wichtiges Kapitel des britischen Empires und der Ostindien-Kompanie. Opium flutet das Gehirn mit narkotisierenden Alkaloiden, was ein erhebliches Wohlgefühl auslöst und schmerzlindernd wirkt. Es ist seit Tausenden von Jahren weit verbreitet und wohl die älteste Arznei gegen Durchfall. Die Ostindien-Kompanie finanzierte den Teehandel zum Großteil mit dem Export von Opium nach China. Man versuchte, das Patna-Opium am chinesischen Markt zu etablieren und zu verkaufen. Es gilt als die erste weltweite Marke. Die erste weltweite Marke, bevor Coca-Cola oder Pepsi auf den Markt kamen, war Patna-Opium? Mit Patna-Opium bekam man gute Qualität für sein Geld. Braucht Patna-Opium. England wollte Tee aus China. Die Chinesen brauchten dagegen Silber oder Opium, das es in England natürlich nicht gab. Hier kommt Indien ins Spiel. Wie alle cleveren Geschäftsleute lagerte England seine Opiumproduktion nach Indien aus und verkaufte das Opium anschließend an China im Tausch gegen Tee. Der Plan ging auf, zumindest eine Weile lang. Die Chinesen waren darüber nicht sehr glücklich. Das chinesische Reich war damals das mächtigste der Welt. Irgendwann hatte man genug, man wollte dem Opiumhandel ein Ende setzen. China vernichtete eine große Menge des britischen Opiums, das an das Land verkauft werden sollte. Dieses Ereignis löste den ersten englisch-chinesischen Krieg aus, den die Londoner Times den Opiumkrieg taufte. Es ist bemerkenswert, dass die Chinesen einen Krieg gegen die Briten anzettelten, indem sie Opium vernichteten, und die Amerikaner, indem sie britische Teeladungen bei der sogenannten Boston Tea Party vernichteten. Das ist wohl das Schicksal eines Handelsimperiums. 1839, als der erste Opiumkrieg ausbrach, exportierten die Briten knapp 3000 Tonnen Opium im Jahr. Als Ergebnis des ersten Opiumkrieges mussten die Chinesen den Handel teilweise legalisieren. Nach dem zweiten Konflikt waren sie gezwungen, den Handel vollständig zu legalisieren. 1879 verschifften die Briten schon ca. 7000 Tonnen Opium im Jahr. Wurde Opium auch nach England verschifft? Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Opium hier zu einem größeren Problem. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkannten besonders die Reformer, dass die Welt ein Drogenproblem hatte. Natürlich konnte damit sehr gutes Geld verdient werden. Der Drogenhandel war ein lukratives Geschäft. Aber was war mit den Alkoholkranken, den Anstalten, den Opiumhöhlen, den öffentlichen Kosten für die medizinische Versorgung, den Krankenhäusern? Die Hersteller und Regierungen machten gutes Geld, als sich Drogen auf der Welt ausbreiteten. Schon bald begannen Drogen das Weltbild der Menschen zu prägen. Fragen Sie mal die Künstler. Ich wette, die waren ganz berauscht angesichts der weltweiten Versorgung. Aber um das herauszufinden, mache ich einen Ausflug in die Heimatstadt eines ganz Großen, William Shakespeare. Woher nahm der Dichter seine Inspiration? Wir sind hier in Stratford-upon-Avon, der Geburtsstadt William Shakespeares. Gibt es irgendeinen Beleg dafür, dass Shakespeare Drogen genommen hat? Da
Das ist schwer zu sagen. Archäologische Grabungen auf Grundstücken, die ihm gehörten, haben Pfeifen zutage gefördert, an denen Spuren von Cannabis und Kokain gefunden wurden. Ich würde sagen, das ist eindeutig. Naja, so eindeutig nun auch wieder nicht. Die Pfeifen stammen ungefähr aus der Zeit Shakespeares. Aber ob es wirklich seine waren, ob sie Freunden oder Bekannten gehörten, das ist schwer zu sagen. Welche Shakespeare-Stücke könnten etwas von seiner Einstellung zu Drogen preisgeben? Viele halten den Sommernachtstraum für sein abgedrehtestes Werk. Die hier in Stratford ansässige Royal Shakespeare Company führt dieses Stück auf. Das sollten Sie sich mal ansehen. Das werde ich. Der Sommernachtstraum ist eines von Shakespeares abgedrehtesten Werken. Finden Sie nicht auch? Es ist das erste Shakespeare-Stück, das den Konsum und die Wirkung von Drogen zeigt. Glauben Sie, Shakespeare hat beim Schreiben auch Drogen genommen? Er kam aus Stratford und kannte sich mit den einheimischen Kräutern und Pflanzen aus. Er kannte ihre aufputschende oder beruhigende Wirkung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er welche genommen hat. Man muss sich nur mal das Sonett 76 anschauen. Das ist mein Lieblingssonett. Er spricht von Weed und seltsamen Wirkstoffen, den Compound Strange. Jetzt sagen Sie mir nicht, das wäre einfach nur seine Wortwahl. Auch die Frage nach seinen verlorenen Jahren, was hat er in der Zeit gemacht? Die Liste der Künstler, die Drogen nahmen, ist lang und exklusiv. Wir wissen, dass Vincent van Gogh dem Absinth zugetan war, genauso wie Oscar Wilde, Edgar Allan Poe und Pablo Picasso. Picasso war auch dem Opium nicht abgeneigt, genauso wie Charles Dickens und Mary Shelley. Allen Ginsberg schrieb Howl unter dem Einfluss des Peyote-Kaktus, auf den auch Jim Morrison und Hunter S. Thompson schwirrten. Ray Charles und James Taylor waren heroinabhängig. Johnny Cash hatte es mit Barbituraten und Amphetaminen zu tun. Adolf Hitler war kein Künstler, aber es ist erwähnenswert, dass tägliche Methamphetaminspritzen ins Hinterteil und kokainhaltige Augentropfen ihm dabei halfen, den Tag zu überstehen. Und Marihuana? Müssen wir da überhaupt eine Liste aufstellen? Wenn man einen Joint raucht, stellt das Gehirn Verbindungen her, die es normalerweise nicht herstellen würde. Und genau das versteht man unter Kreativität. Man verbindet ein Ereignis, einen Fakt, ein Erlebnis oder ein Gefühl mit etwas gänzlich Neuem. Viele unserer beliebten Künstler sind dem Drogenkonsum zum Opfer gefallen. Heroin ist verantwortlich für den Tod von Janis Joplin und Sid Vicious. Eine Mischung aus Heroin und Kokain, genannt Speedball, tötete John Belushi, Nick Drake und River Phoenix. Kokain kostete Ike Turner und John Entwistle von The Who das Leben, während Chris Farley an einer Mischung aus Kokain und Morphium zugrunde ging. Morphium allein hat den Comedian Lenny Bruce auf dem Gewissen und Heath Ledger starb an einer legalen Variante von Heroin, Oxycodon, zusammen mit einem halben Dutzend anderen Narkotika. Muss ich noch mehr sagen? Auch ohne Drogen gäbe es natürlich Kunst und Kreativität, aber die Erlebnisse, die Drogen hervorrufen, würden dabei fehlen. Es scheint ein Handel mit dem Teufel. Ohne Psychose keine Kunst. Auch im Zeitalter der Weltreiche nahm man so einiges in Kauf. Durch Drogen wurden zwar neue Wirtschaftszweige erschlossen und die Kunst wurde in einer zuvor nicht gekannten Weise beflügelt, aber niemandem war klar, dass diese große Verfügbarkeit von Drogen ausgemachte soziale Probleme mit sich bringen würde. Allerdings stellen die großen Fortschritte, die im 19. Jahrhundert in der medizinischen Verwendung von Drogen erzielt wurden, vieles noch einmal in den Schatten. Im Jahr 1803 gelang dem deutschen Wissenschaftler Friedrich Sehrtürner in der Geschichte der Drogen ein großer Durchbruch. Zum ersten Mal wurde der Wirkstoff einer narkotisierenden Pflanze isoliert. Bei dieser Pflanze handelte es sich um Schlafmohn und deren Wirkstoff wurde Morphium genannt. Das sollte alles verändern. 1803 gelang es erstmals, Morphium aus der Opiumpflanze zu isolieren. Das war die Geburtsstunde der Pharmakologie. Morphium ist eine großartige Arznei bei akuten Schmerzen. Patienten, die einen Herzinfarkt erlitten oder sich das Bein gebrochen haben, spüren eine sofortige Linderung. Der Cleverness des Menschen verdanken wir dieses klinisch wertvolle Medikament, aber auch die damit zusammenhängenden Suchtkrankheiten. In den Laboren wurden ständig neue Narkotika zusammengemischt. Würden wir irgendwann innehalten und uns fragen, was diese Drogen mit uns anrichten? Diese Tropfen sind für Babys. Sie enthalten Alkohol und Opium. Kamen die gefährlichsten Drogen anfänglich als Medikamente auf den Markt?
War Morphium ein revolutionäres Schmerzmittel oder war es bestimmt, eine neue Generation von Suchtkranken heranzuziehen? Im 19. Jahrhundert, kurz vor dem endgültigen Durchbruch des Morphiums, erlebten im Labor hergestellte Drogen einen wahren Boom. Einige ziemlich merkwürdige Substanzen kamen auf den Markt. Den Apotheker von nebenan freute es. Hey, wie geht's? Ich bin Dean. Dr. Jeremy Green, freut mich. Mich auch. Wo sind wir hier? Das ist eine Gemeindeapotheke, die hier im Mystery Seaport Museum in Connecticut nachgebaut wurde. Wir haben hier eine Auswahl an Medikamenten, die wir Patentmedizin nennen. Diese Medikamente waren Anfang des 19. Jahrhunderts sehr beliebt und es gibt viele Geschichten von Leuten, die damit hausieren gingen. Was genau heißt Patentmedizin? Es bedeutete, dass die Hersteller die Inhaltsstoffe ihrer Medikamente nicht preisgeben mussten. Sie konnten die kühnsten Behauptungen aufstellen. Diese untermauerten sie mit Berichten von tausenden Männern, Frauen und Kindern, die angeblich schon durch ein paar Tropfen dieser Medikamente von den schlimmsten Krankheiten geheilt wurden. Die Möglichkeiten der Medizin waren im 19. Jahrhundert eher beschränkt, was die Behandlung verschiedener Krankheiten anbelangte. Die Hersteller und Vertreiber der sogenannten Patentmedizin wussten nicht immer, was sie taten. Sie waren nicht sicher, ob ihre Produkte auch wirksam sind. Ihren Kunden wollten sie aber genau dieses Gefühl vermitteln. Diese Medikamente waren besonders profitabel. Sie waren überall zu bekommen und wurden nicht nur von normalen Bürgern genommen, sondern auch von Ärzten. Wollen wir uns mal einige der Flaschen näher anschauen und gucken, was da so drin ist? Hier haben wir ein Opium-Elixier. Welche Stoffe würde man einem Medikament beimischen, wenn man es verkaufen möchte? Das könnten Opium oder Morphium sein. Es ist einem gar nicht so sehr daran gelegen, dass es den Menschen besser geht. Man will sein Produkt verkaufen. Das ist das Tolle daran. Man kann Kokainpulver als Mittel gegen Heuschnupfen verkaufen. Der Patient wird sich besser fühlen. Er wird darauf reagieren. Und das ist alles, was die Hersteller wollen. Wie haben die Medikamente gewirkt? Die meisten dieser Medikamente haben die Beschwerden der Menschen gelindert. Je stärker die Wirkung war, desto eher hat man an die Wirksamkeit des Medikaments geglaubt und es Familie und Freunden empfohlen. In der Hinsicht haben die Medikamente wirklich geholfen, aber sie haben gleichzeitig auch schwere Schäden angerichtet. Zu Zeiten der Patentmedizin gab es kaum Gesetze und Regelungen. Viele waren nicht nur abhängig, sondern starben auch an den Folgen ihres Medikamentenkonsums. Und was haben wir hier? Nervenstärkend und belebend. Es verspricht die dauerhafte Heilung aller möglichen Nervenkrankheiten. Das hier rühmt sich wirklich seiner Wirkung. Ein hochkonzentriertes Medikament, besonders geeignet zur Linderung und dauerhaften Heilung aller Nervenkrankheiten. Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, Verdauungsstörungen, Gallenkrankheiten, Durchfall, Verstopfung, Erkältung, Husten, Fieber, Schmerzen, Leberbeschwerden, Schwindsucht, Appetitverlust, Frauenbeschwerden, Ohnmachtsanfälle, Herzrasen, Krämpfen, Schwindel, Keuchhusten, Masern und so weiter. Hier steht wirklich und so weiter. Man kann die Patentmedizin wirklich als eine Art Wildwestmedizin bezeichnen. Das ging sogar so weit, dass man Flaschen mit morphinhaltigen Substanzen auffüllte und das Ganze als Medikament gegen Morphiumsucht vertrieb. Überall wurde Werbung gemacht. Man stellte Steine am Straßenrand auf, die Vorläufer moderner Werbeplakate. Das Ganze hatte schon karnevaleske Züge. Das Aufkommen der Werbung in Amerika kann in vielerlei Hinsicht der Patentmedizin zugeschrieben werden. In dieser Zeit suchte die schnell wachsende Medikamentenindustrie nach dem nächsten großen Verkaufsschlager. Ihre Suche förderte eine besonders starke Droge zutage, die einen berüchtigten Platz in der Geschichte einnehmen sollte. Die Pharmafirmen entdeckten Kokain als ein mögliches neues Produkt für den Markt. Sie sind für die Kommerzialisierung von Kokain verantwortlich. Die Ärzte sprangen schnell auf den Kokainzug auf. Man begann, es als Anästhetikum bei Rachen- und Augenoperationen einzusetzen, sowie die damals so beliebten und überall erhältlichen Allheilmittel und Wunderelixiere damit zu strecken. Es gibt wunderbare Anekdoten aus den 1880er Jahren. Ärzte, die ihren depressiven Patienten Kokain verabreichten, oder eine Frau, die seit Monaten kein Wort gesprochen hatte und mit Hilfe von Kokain plötzlich ihre Sprache wiederfand. Das war revolutionär. Mit dem Kokain kam die Marketingmaschinerie der Patentmedizin voll in Gang. Die Hersteller dieser Medikamente gaben sich alle Mühe, dem Kunden zu zeigen, dass das Produkt Kokain enthielt. Darum ging es ja schließlich.
Kokain war auch einer der wichtigsten Inhaltsstoffe eines neuen beliebten Erfrischungsgetränkes, der Coca-Cola. Wenn man im Atlanta der 1890er Jahre eine Coca-Cola bestellen wollte, zum Beispiel in einer Apotheke, fragte man einfach nach einer Flasche Dope. Kokain feierte seinen Durchbruch und die Leute fanden alle möglichen neuen Verwendungszwecke dafür. Im Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts war es Usus, dass ein Arbeitgeber immer genug Kokain für seine Mitarbeiter bereitstellte. Ende des 19. Jahrhunderts hatten diese starken Medikamente die gesamte Gesellschaft erreicht. Niemand musste auf ihre Wirkungen verzichten. Das sind Tropfen für Babys. Da sind Alkohol und Opium drin. Das Mittelchen soll bei Blähungen, Krämpfen und Koliken helfen. Heute gibt es regulierende Strukturen, durch die verhindert wird, dass Narkotika einfach über den Ladentisch gereicht werden können. Diesen Umstand verdanken wir der Tatsache, dass diese Mittel früher Kindern zum Einschlafen verabreicht wurden. Ich hätte gern was gegen die Blähungen bei meinem Kind. Die Hersteller brachten all diese Medikamente auf den Markt, ohne wirklich über die Langzeitwirkungen Bescheid zu wissen. Natürlich nahmen die Leute das Zeug. Niemand hatte sie davor gewarnt. Es wurden keine Langzeitstudien durchgeführt, die vielleicht gezeigt hätten, ja, es wirkt im ersten Monat, aber dann... Man wollte die Kunden locken und an sich binden. Und die Kunden haben sich locken lassen. 1898 führte das Pharmaunternehmen Bayer Heroin als Hustenmittel und nicht süchtig machenden Morphiumersatz ein. Aber wie Kokain oder Morphium kann sich auch Heroin des Körpers eines Menschen bemächtigen und ihn nie wieder loslassen. Der Konsum dieser Drogen führt in eine körperliche Abhängigkeit. Die Atemorgane, das Gehirn, alles passt sich an das Vorhandensein der Substanz an. Wenn man plötzlich aufhört, sie zu nehmen, wird es unangenehm. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde die Abhängigkeit von Rauschmitteln als Willensschwäche angesehen. Erst in den 1880er Jahren wurde Sucht nicht mehr nur mit dem Konsumenten, sondern auch mit der Droge an sich in Zusammenhang gebracht. Die meisten Opiumsüchtigen dieser Zeit hatten Opium nie zum Vergnügen genommen. Die Frauen hatten keine Opiumhöhlen oder so etwas besucht. Sie sind einfach nur zu ihrem Arzt gegangen. Als Drogen zu einem immer größeren gesellschaftlichen Problem wurden, suchte man einen Schuldigen. Der damalige Rassismus wurde offenbar, als Drogen mit unterschiedlichen Hautfarben in Verbindung gebracht wurden. Man beobachtete, dass auch Schwarze Kokain konsumierten. Es hatte auf sie die gleichen Auswirkungen, die die Droge für Arbeitgeber einst so interessant gemacht hatte. Es machte sie stärker, kräftiger, erhöhte ihre Ausdauer und Leistung. Das beunruhigte die Leute. So ähnlich war das auch mit dem Alkohol. Plötzlich schlossen sich die Abstinenzler zusammen in der Sorge, dass eine Substanz wie Morphium oder Opium die Gesellschaft vergiftet und verlangten, dass diese Drogen zum Wohl aller verboten werden müssen. Um die Jahrhundertwende änderte sich unsere Einstellung gegenüber dem Drogenkonsum. Wir sahen Drogen als das an, was sie waren. Ein Problem, das gelöst werden musste. Die Frage war nur, wie die Lösung lauten sollte. Um 1900 herum beginnen die Menschen, Drogen anders zu begegnen. Mit dem Gesetz. Die Regierung wollte die Bevölkerung vor den Gefahren eines ungeregelten Drogenzugangs schützen und richtete 1906 die Arzneimittelzulassungsbehörde FDA ein. Sie schrieb Arzneimittelherstellern vor, auf ihren Produkten auf gefährliche narkotische Substanzen hinzuweisen. 1914 legte man noch einen drauf und verbot die nichtmedizinische Einnahme von Narkotika vollständig. Das bedeutete, dass Ärzte die einzige Versorgungsquelle darstellten. Die Regierung hatte die Ärzte unter Kontrolle. Und so musste man sich eine neue Versorgungsquelle erschließen. Das war die Geburtsstunde der Schmugglernetze. Wenn Kokain und Heroin kriminalisiert werden, floriert natürlich der Schwarzmarkt, auf dem die Menschen ihre Drogen aus verschiedenen Gründen beziehen können. Der Anteil der Suchtkranken mit kriminellem Hintergrund, eher der Halbwelt angehörend, steigt dabei proportional. Chinesische Opiumraucher, ein junger Mann, der an der Straßenecke Heroin schnupft, ein Schwarzer auf Kokain, das sind andere Probleme oder sie werden zumindest anders wahrgenommen.
kind of problem, or at least it's perceived as a different problem. Viele Substanzen, die zuvor als Medikamente galten, waren jetzt illegale Drogen. Die Ärzte mussten natürlich immer noch ihre Arbeit machen. Die Frage war nur, welche Medikamente sie dabei noch einsetzen durften. Das war der Startschuss für neue Medikamente, die den Platz der verloren gegangenen Beruhigungs-, Schmerz- und Aufputschmittel einnahmen. Die FDA bestimmte, welche Medikamente sicher waren und welche nicht. Ein 1938 verabschiedetes Gesetz legte fest, dass die FDA ein Medikament erst offiziell zulassen musste, bevor es auf den Markt kommen durfte. Wir stehen ganz schön unter Druck. Ein großer Teil unserer Arbeit sind wissenschaftliche Untersuchungen. Ein anderer wichtiger Teil ist die Beurteilung der Medikamente. Und immer sind manche anderer Meinung. Alkohol und Tabak ließ die Regierung gerade noch durchgehen, da diese Rauschmittel kulturell schon fest verwurzelt waren. Wir wissen ja alle, was passierte, als während der Prohibition ein Alkoholverbot verhängt wurde. Das Alkoholverbot war wirkungslos, also wurde es aufgehoben. Auch das Drogenverbot war wirkungslos, aber hier ließ man nicht locker. Ein Drogenkrieg kündigte sich an. Und irgendjemand musste ihn austragen. Pro Jahr lagern hier an die 900 Tonnen. So viel? Was macht man mit dem ganzen Marihuana? Verbrennen. Alles wird verbrannt? Alles. Das ist eine Menge Gras. Wann beschloss die Regierung, den Drogengebrauch zu regulieren? Warum sind einige Drogen legal und andere nicht? Und wer hat das überhaupt zu entscheiden? Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden die Vorschriften der FDA zwar immer strenger, aber eine heutzutage illegale Droge wurde überraschenderweise nur als experimentell eingestuft. 1938 stellte ein Schweizer Wissenschaftler, der für ein großes Pharmaunternehmen arbeitete, eine Droge her, die sich als stärkste und höchst konzentrierte, bewusstseinsverändernde Substanz herausstellte, die die Welt je gesehen hat. Lysergsäure 25, LSD. LSD kann das größte bewusstseinsverändernde Erlebnis herbeiführen. Es kann aber auch zu einem furchtbaren Horrortrip werden, der das Leben unerträglich macht und nur den Selbstmord als Ausweg zulässt. LSD überflutet das Gehirn mit einem halluzinogenen Stoff, der massive Bewusstseinsveränderungen hervorruft. Es ist so hoch konzentriert, dass knapp 8 Liter ausreichen würden, um die gesamte Bevölkerung der USA auf einen LSD-Trip zu schicken. LSD wurde schon zuvor in der Therapie angewendet. Als ich Medizin studierte, wurde einem meiner Kommilitonen LSD als Teil seiner Therapie verabreicht. Das war 1959. LSD wurde in den 40er und 50er Jahren kontrolliert und erfolgreich in der Behandlung von Schizophrenie und Alkoholismus eingesetzt. Die meisten Drogen werden anfänglich medizinisch verwendet. In der Bevölkerung werden sie erst dann als kontrovers angesehen, wenn sie den Bereich der Medizin verlassen und sich ihr Konsum auf die Straße verlagert, wenn Menschen sie aus anderen Gründen nehmen. Die Grundpfeiler unseres heutigen Umgangs mit Drogen waren gesetzt. Mitte des 20. Jahrhunderts boomte die Pharmaindustrie. Es gab eine Behörde, die sie regulierte, und dank der als zu gefährlich eingestuften Drogen blühte der Schwarzmarkt. Auch eine neue Droge gab es, die die Gedankenwelt der Menschen revolutionieren sollte. Fehlte nur noch eine Revolution. Drogen leiteten den großen sozialen Wandel der 60er Jahre mit ein. LSD hatte die Forschungslabore verlassen und einer, der dabei geholfen hatte, war Harvard-Psychologe Timothy Leary. LSD ist die stärkste bewusstseinsverändernde Substanz, die der Mensch je entwickelt hat. Es ist vergleichbar mit der Kernenergie. In den richtigen Händen wird LSD einen Wandel herbeiführen. Tim sagte, dass jeder einmal täglich Marihuana rauchen und einmal die Woche LSD nehmen sollte. Sich ausklinken, aussteigen war das Motto. Und es gab Studenten, die sich wegen seiner Worte aus dem College ausklinkten. Ich war 19. Als ich die vielleicht höchste Dosis LSD nahm, die zu der Zeit je jemand zu sich genommen hat. 100 Milligramm. Einen Tag lang erlebte ich Ekstase und Glückszustände. 7 Tage hingegen erlitt ich furchtbare, albtraumhafte Qualen. Manche Psychedelika rücken so sehr in das Zentrum seiner selbst, dass man sich neu programmieren kann.
LSD polarisierte, genau wie die Zeit, in der es so berüchtigt wurde. Ende der 60er Jahre stand die amerikanische Regierung kurz davor, einen Krieg in Vietnam zu verlieren. Die jüngere Generation hatte dafür kein Verständnis. Sie entschied sich für Sex, Drugs und Rock'n'Roll, statt für eine Regierung, der sie nicht über den Weg traute. Richard Nixon nannte Tim Leary den gefährlichsten Mann Amerikas. Für Nixon war der Drogenkonsum ein Zeichen des sozialen Verfalls. Der gestiegene Drogenkonsum beunruhigte ihn sehr. Ihn beunruhigte die Drogengegenkultur, ebenso der Heroinkonsum unter den Soldaten in Vietnam. Unter den jungen Leuten der Mittelschicht stieg der Drogenkonsum wie nie zuvor. All die Drogenprobleme schienen auf ihn und seine Regierung zurückzufallen. Wir müssen dem Staatsfeind Nummer 1 der Vereinigten Staaten den totalen Krieg ansagen, dem Problem gefährlicher Drogen. Nixon zog die Daumenschrauben an. Neue rechtliche Regelungen sollten den Zugang zu Drogen noch weiter beschränken. 1970 wurden eine Reihe neuer Drogengesetze verabschiedet. Und unter der Leitung Nixons wurde eine Anti-Drogenbehörde, die DEA, eingerichtet, um verstärkt gegen die Verbreitung illegaler Drogen auf der Straße vorzugehen. Aber wenn diese Drogen nicht mehr auf der Straße zu finden waren, wo sind sie hin? Das ist ja Wahnsinn. Was ist das hier genau? Das ist ein Sicherheitslager im Südwesten der USA, in dem große Mengen illegaler Drogen vor ihrer Vernichtung aufbewahrt werden. Hier befindet sich vor allem Marihuana. Wie viel haben Sie hier gelagert? Zurzeit sind es ein paar hundert Tonnen. So viel? In einem Jahr werden es wohl an die 900 Tonnen sein. 900 Tonnen? Ich bin kein Mathematiker. Welchem Marktpreis würde das entsprechen? Es ist eine Menge Gras. Was passiert mit dem ganzen Zeug? Wir nehmen Proben und dokumentieren alles. Schließlich wird es später als Beweismittel vor Gericht wichtig sein. Danach wird es in der Verbrennungsanlage konsequent vernichtet. Es wird alles verbrannt? Alles. Eine Menge Gras. Drogen waren in den 60ern ein großes Problem. War die Gründung der DEA eine Reaktion darauf? Auf jeden Fall. Die Regierung wollte das Problem der massiven Drogenkultur in der damaligen Zeit angehen, indem sie ihre Ressourcen bündelte. Was ist die wichtigste Aufgabe Ihrer Behörde? Die wichtigste Aufgabe der DEA ist es, über die Einhaltung der US-Drogengesetze zu wachen. In dem 1970 verabschiedeten Betäubungsmittelgesetz werden Drogen auf einer Stufe von 1 bis 5 klassifiziert. Die Drogen der Stufe 1 werden dabei als strengstens verboten deklariert. Wenn wir feststellen, dass ein Mittel ein großes Missbrauchspotenzial besitzt, informieren wir die Behörde, die es daraufhin klassifiziert. Die FDA klassifiziert gefährliche Drogen auf einer Skala von 1 bis 5. Auf Stufe 1 werden Drogen mit dem höchsten Suchtpotenzial und medizinisch geringstem Nutzen aufgeführt. Drogen der Stufe 2 sind etwas weniger suchterzeugend und haben einen etwas größeren medizinischen Nutzen. So geht es weiter bis zur Stufe 5. Soweit so gut. Aber Marihuana, auch medizinisch verwendetes Marihuana, wird auf Stufe 1 geführt, während Kokain, PCP, Oxycodon und Morphium auf Stufe 2 stehen. Marihuana wird auf Stufe 1 geführt. Das hat weder etwas mit Medizin noch mit Wissenschaft zu tun. Da geht es nur um die Politik und die Finanzen der Drogenbehörde. In den 70er Jahren waren wir viel auf den Straßen unterwegs. Welche Drogen waren aktuell? Sehr viel LSD, Heroin und Marihuana. In den 80ern, besonders Ende der 80er, hatten wir es dann mit einer Crack- und Kokain-Epidemie zu tun, die von Gewalt begleitet war. Zur Bekämpfung der Gewalt setzten wir Sondereinheiten ein. In den 80er Jahren wurde das Betäubungsmittelgesetz noch einmal verschärft. Verstöße wurden mit immer längeren Gefängnisstrafen geahndet. Unter Reagan lief der Kampf gegen Drogen auf Hochtouren. Sagen Sie Ja zum Leben und Nein zu Drogen und Alkohol. In den 80er Jahren war ich erster Staatsanwalt im US-Repräsentantenhaus und am Entwurf des Betäubungsmittelgesetzes beteiligt. Was dort geschah, hat mich zutiefst erschüttert. Ich wusste, dass die von uns verabschiedeten Gesetze völlig unwirksam waren. Wir würden die Drogenkartelle bereichern, die wir eigentlich bekämpfen wollten. Die Zahl der Überdosierungen würde ansteigen. Die Gefängnisse würden immer voller werden. Das war mir klar.
In den 90er Jahren stieg der Konsum von Methamphetamin an, das zu einer sehr beliebten Droge wurde. Wir mussten unsere Kräfte auf deren Bekämpfung lenken, zum Beispiel durch Schulungen örtlicher Polizeieinheiten im Umgang mit Methamphetaminlaboren. Im letzten Jahrzehnt haben wir ein Comeback verschreibungspflichtiger Medikamente erlebt, die missbräuchlich eingenommen werden, opiumhaltige Drogen, die als Schmerzmittel verwendet werden und so weiter. Damit verbunden ist auch ein Anstieg des Heroinkonsums, denn diese zwei Drogen stehen im Zusammenhang. Und dann natürlich Marihuana, das immer gefragt ist, wie Sie sehen. Das sehe ich. Wir führen einen ständigen Kampf gegen Marihuana. Und welchen kann ich es auch? Beim Gang durch das Drogenlager der Behörde fragt man sich, warum das Zeug so wertvoll ist. Weil es illegal ist. Es ist ein ehernes Gesetz der Wirtschaft. Wenn etwas wertvoll ist, wollen es mehr Leute haben. Es ist wie ein Rucksack. Alles klar. Stellen Sie sich vor, damit kilometerweit durchs Gelände zu marschieren. Die Grenze ist eine magische Linie. Auf der einen Seite der Grenze ist das Zeug 1.000 Dollar wert, auf der anderen 10.000. Das ist Zauberei. Alchemie. Wenn man alle Drogen berücksichtigt, die die Behörde in einem Jahr beschlagnahmt, was für einem Geldwert entspräche das dann? Das Bargeld und Vermögen der Drogendealer, das wir beschlagnahmen, beläuft sich auf etwa 1 Milliarde Dollar im Jahr. Der Wert der beschlagnahmten Drogen beläuft sich wohl auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. Wo geht das Geld hin? An das US-Finanzministerium. Wir behalten es also nicht. Es geht an die Regierung, die es für verschiedene Zwecke verwendet. Hoffentlich für Parks und solche Dinge. Das hoffe ich auch. Oder Schulen. Aber auch die Drogenbekämpfung kostet Geld. Dazu gehören auch die Gefängniskosten für Drogendelinquenten. Der Drogenkrieg treibt die Häftlingszahlen in den Vereinigten Staaten in nie dagewesenem Ausmaß in die Höhe. In vielen Bundesstaaten sind die Gefängniskosten schneller gestiegen als alle anderen staatlichen Ausgabenbereiche, wie Bildung oder Gesundheitsfürsorge. Hier fand ein unglaublicher Wandel statt. Im Namen der Drogenbekämpfung führte der Staat nun mehr Krieg gegen seine eigenen Bürger. Vor kurzem veröffentlichten Kofi Annan, Jimmy Carter und andere führende Persönlichkeiten der Weltpolitik eine Studie, wonach der Krieg gegen Drogen nicht gewonnen werden könnte. Ich halte die Überschrift Krieg gegen Drogen für unglücklich. Wir führen keinen Krieg. Es handelt sich um Straftaten, denen wir nachgehen. Wir sind keine Soldaten, wir sind Polizisten. Manche führen die Legalität von Alkohol als ein Argument für die Legalisierung von Marihuana an. Was halten Sie davon? Wir sollten dabei berücksichtigen, welchen Preis unsere Gesellschaft dafür bezahlen würde. Haben wir nicht schon genug Probleme mit Alkohol und Tabak? Mit den Kosten dieser beiden legalen Drogen für die amerikanische Gesellschaft, den Kosten im Gesundheitswesen und dem Verlust an Menschenleben? Alkohol und Tabak schaden uns, aber sie sind trotzdem legal. Stimmt, aber diese Entscheidung haben wir als Gesellschaft getroffen. Ist das okay, weil wir als Gesellschaft diese Drogen akzeptiert haben? Wenn wir illegale Drogen besteuern würden, wie Alkohol und Tabak, könnten die Regierungen auf staatlicher, bundesstaatlicher und regionaler Ebene bis zu 45 Milliarden Dollar einnehmen. Viele glauben, dass unsere Ausgaben für den Krieg gegen Drogen ihren Preis wert sind, als ob es dadurch kein Drogenproblem mehr gäbe. So ein Blödsinn. Wir zahlen einen hohen Preis für eine Politik, die nichts bringt. Ich sehe das so. 7% der amerikanischen Bevölkerung nehmen regelmäßig Drogen. 22 oder 23% rauchen und über 40% trinken regelmäßig Alkohol. Können wir Amerikaner es uns leisten, dass über 40% der Bevölkerung drogenabhängig sind? Trotz aller Bemühungen der Regierung sind wir weit von einer Lösung des Problems entfernt. Heutzutage nehmen immer mehr Menschen Drogen und Medikamente aus guten und weniger guten Gründen. Wie geht es weiter? Heutzutage kann man alles bekommen. Wie sollen wir entscheiden, welche Medikamente wir nehmen können? Wenn ein Medikament auf den Markt kommt, weiß man noch nicht alles darüber. Man weiß noch nicht alles? Man lernt ständig dazu. Sie machen mir Angst. Haben Sie dagegen auch eine Pille? Die Geschichte der Drogen ist lang. Die Menschen haben zu allen Zeiten aus unterschiedlichen Gründen Drogen genommen. Alle möglichen Substanzen wurden als Drogen konsumiert. Aber nie war die Situation so kompliziert wie heute. Heutzutage greifen die Menschen öfter als jemals zuvor zu Drogen. Manche nehmen sie als Mittel gegen Krankheiten. Für andere ist es eine gefährliche Gewohnheit, die nicht nur ihnen, sondern auch den Menschen um sie herum schadet. Ich treffe mich mit einem Veteranen der Chicagoer Drogenpolizei. Ich möchte sehen, wie illegale Drogen das Leben auf der Straße prägen.
Wir fahren zuerst in den Süden der Stadt. Dort wurde schon immer auf der Straße gedealt. Mit welchen Drogen wird hier vorwiegend gedealt? Heroin und Crack. Crack ist eine billigere Variante des Pulverkokains. Benannt ist es nach dem knackenden Geräusch, das es beim Rauchen macht. Bei einer Überdosis können manche Konsumenten eine eingebildete Parasitose erleben. Ein Gefühl, als würden Parasiten unter der Haut entlang krabbeln. Da drüben ist etwas im Gange. Daher. Die einzelnen Viertel werden von unterschiedlichen Gangs kontrolliert. Schauen Sie hier. Der Typ mit der roten Mütze. Jetzt ist er gerade verschwunden. Aber er sieht aus, als ob er gerade dealt. Die zwei anderen Typen halten die Stellung und geben Zeichen. Irgendwann werden Sie wahrscheinlich unser Auto sehen. Das ist kein Spiel für Sie. Wenn wir hier draußen stehen, kommen wir Ihrem Geschäft in die Quere. Verstehe. Einige Cops sind auch schon verprügelt worden. Nur weil man Polizist ist, heißt das noch lange nicht, dass sie einem Respekt entgegenbringen oder einen in Ruhe lassen. Die USA stellen einen Anteil von 4% an der Weltgesamtbevölkerung, konsumieren aber 65% der weltweit vorrätigen harten Drogen. Die beliebteste illegale Droge in den USA ist Marihuana, gefolgt von Kokain und Halluzinogenen einschließlich Ecstasy. Es wird geschätzt, dass 15% aller Verbrechen mit Drogen zu tun haben. Die Kosten illegaler Drogen für unsere Gesellschaft sind enorm. Der Drogenkonsum kostet uns um die 200 Milliarden Dollar, wenn man das einmal beziffern möchte. Während illegale Drogen die amerikanische Gesellschaft 200 Milliarden Dollar kosten, bringt die Pharmaindustrie jährlich um die 70 Milliarden Dollar für die Entwicklung neuer Medikamente auf. Hier in Chicago, nicht weit vom boomenden innerstädtischen Drogenhandel entfernt, versammelt sich die Pharmaindustrie anlässlich der jährlichen Versammlung des Verbandes für Arzneimittelinformation, der DIA. Der Verband möchte neutrale Aufklärungsarbeit leisten und ich wollte wissen, warum unser Umgang mit Arzneimitteln so kompliziert geworden ist. Es ist schon verblüffend. Ein normales Medikament braucht 10 Jahre, bis es... 10 Jahre? Und kostet 1 Milliarde Dollar. 10 Jahre und 1 Milliarde Dollar für ein Medikament. Bei einem Medikament wie Lipitor, auch als Zortis bekannt, dauert der Entwicklungsprozess, das heißt die Zeit von ersten Testreihen bis zur Zulassung, 10 Jahre und kostet ca. 1 Milliarde Dollar. Ich habe eine Idee für ein neues Medikament. Man nimmt es, bevor man ins Fitnessstudio geht und es rennt 10 Kilometer für dich. Ich nenne es Jogatan. Aber sind alle legal erhältlichen Medikamente auch wirklich sicher? Die Unternehmen sollten doch wissen, wie ein Medikament wirkt, bevor sie es auf den Markt bringen, oder? Wir sind eine Beratungsfirma für Medikamentensicherheit. Wir beraten Pharmaunternehmen bei der Beurteilung von Nebenwirkungen. Bei der Markteinführung eines Medikaments weiß man meist noch nicht alles darüber. Man weiß nicht alles? Man lernt ständig dazu. Sie machen mir Angst. Haben Sie dagegen auch irgendetwas? Wenn Sie dagegen eine Pille haben, nehme ich die. Kein Problem. Ob es in meinem Kopf auch so aussieht? Bei all diesen neuen Arzneimitteln, die heute erhältlich sind, haben die Ärzte immer noch ein Wörtchen mitzureden. Hi, Dean Norris. Ich habe einen Termin um 4:15. Unterschreiben Sie bitte hier. Dr. Isaacs ist gleich für Sie da. Sehr schön. Bei meiner diesjährigen Vorsorgeuntersuchung habe ich ein paar mehr Fragen an Dr. Isaacs. Dean, hallo. Hallo. Kommen Sie rein, hier entlang. Und weil ich die 40 schon überschritten habe, wird Dr. Isaacs bei meiner Prostata-Untersuchung etwas mehr Gründlichkeit walten lassen. Der Appetit ist gut? Leider ja. Schlafen Sie nachts durch? Meistens ja. Wow, ich habe ganz schön abgenommen. 2 Kerben weiter unten, das sind rund 20 Kilo. Nach dem Check-up möchte ich von Dr. Isaacs wissen, was er von der ganzen Problematik hält. Welche Medikamente könnten Sie mir bei extremem Stress verschreiben? Meistens verschreibe ich Benzodiazepine, Medikamente aus der Valium-Familie. Und bei Schlafproblemen? Schlafmittel wie Ambien, Sonata oder Lunesta. Und bei starken Angstzuständen? Bei Langzeittherapien verschreiben wir in diesen Fällen Antidepressiva, sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Psychoaktive Medikamente werden von Ärzten verschrieben, um Veränderungen der Konzentration und des Verhaltens, des Stresslevels und der Stimmung zu bewirken oder um Schmerzen zu lindern. Aus den gleichen Gründen nehmen über 16 Millionen US-Amerikaner diese Medikamente missbräuchlich ein. Die Zahl der verkauften, verschreibungspflichtigen Medikamente ist seit den 50er Jahren durch die Decke gegangen. Denken Sie, dass die Menschen so viele Medikamente nehmen wie nie zuvor? Natürlich, es gibt viel mehr Medikamente und eine viel größere Auswahl als je zuvor.
Eine von Pharmaunternehmen angewandte Methode, um eine große Zielgruppe zu erreichen, ist es, eine Krankheit zu verkaufen. Sie reden der Öffentlichkeit ein, eine Krankheit zu haben, die mit ihrem Mittel geheilt werden kann. Sie halten sich vielleicht einfach nur für schüchtern, aber ihre Schüchternheit ist eine Krankheit. Sie sind schüchterner, als sie es sein müssten. Unsere Medikamente helfen ihnen dabei. Die Regierung schreibt uns vor, was wir nehmen dürfen und was nicht. Wir nehmen Ratschläge von Freunden an. Es gibt Fernsehwerbung, die uns auffordert, unseren Arzt nach diesem oder jenem Medikament zu fragen. Woher sollen wir wissen, welche Medikamente wir nehmen können? Letztendlich sind nur Sie selbst dafür verantwortlich. Wird es in Zukunft einfacher zu entscheiden, welche Medikamente wir schlucken können? Die Auswahl wird immer größer, aber werden die Medikamente auch besser? Wir bewegen uns hin zu einem Zeitalter der individuell auf Patienten zugeschnittenen Medikamente. Das bedeutet, dass die Wirkung eines Medikaments drastischer ausfallen wird, ob Sie das wollen oder nicht. In jüngsten Studien werden neue Verwendungszwecke für alte Medikamente aufgedeckt. Manchmal sind diese alten Medikamente illegal. Zurzeit wird an der Universität von New York eine solche Studie durchgeführt. Ein auf Stufe 1 gelistetes Medikament wird hier an todkranken Krebspatienten getestet. Es soll die Angst vor dem Tod lindern. Für die Verwendung dieses Medikaments in einer solchen Testreihe braucht man die Sondergenehmigung der Drogenbehörde und es muss eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Dafür mussten unsere Vorfahren einfach nur rausgehen und suchen. Ist Psilocybin nicht der Wirkstoff von sogenannten Magic Mushrooms? Das stimmt. Diese Drogen können einen sehr weiten therapeutischen Nutzen in der Psychiatrie bieten. Möglicherweise stehen wir hier vor einem Paradigmenwechsel. Sie behandeln Patienten, die so schon einiges durchmachen müssen und verabreichen ihnen dann auch noch halluzinogene Drogen. Kann das nicht schrecklich nach hinten losgehen? Wir müssen sehr vorsichtig sein. Diese Drogen können negative psychologische Auswirkungen haben. Psychedelika wirken bei verschiedenen Menschen unterschiedlich. Voraussagen lässt sich das nicht immer. Halluzinogene Drogen haben ganz unterschiedliche und tiefgreifende psychologische Auswirkungen. Drogen wie Psilocybin werden seit Tausenden von Jahren verwendet, um spirituelle Erfahrungen zu machen. Die Patienten dieser Testreihe scheinen ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. Einige Patienten haben eine gütige, gottartige Figur beschrieben, mit der sie in Verbindung standen. Es ist interessant, dass sie mit einem Medikament experimentieren, das die Spiritualität stärkt. Kann man das so sagen? Das stimmt. Eines Tages kann man das vielleicht als Gottespille vermarkten, oder? Es sind spirituelle Medikamente, spirituelle Gotteserfahrungen. Bemerkenswerterweise bezeichnen 3/4 der Patienten ihre Psilocybin-Erfahrung als das bedeutendste oder als eines der 5 bedeutendsten Erlebnisse in ihrem Leben. Wow! Tiefgreifendsten Wirkungen, die ich bei Patienten erlebt habe. Zauberpilze werden seit Jahrtausenden verwendet. Wir wissen aber immer noch wenig über ihre hochinteressanten und komplexen psychologischen Auswirkungen auf das Gehirn. Leider wurden bestimmte Drogen lange verteufelt und konnten nicht in dem Maße wissenschaftlich erforscht werden, in dem das nötig gewesen wäre. Wir müssen noch viel darüber lernen, wie Drogen unseren Körper und Geist beeinflussen. Sogar das vielleicht älteste Rauschmittel des Menschen ist immer noch Objekt wissenschaftlicher Forschung. Drogen sind im Lauf der Geschichte in ganz unterschiedlichen Formen ein Teil der menschlichen Erfahrungswelt gewesen. Von unserer spirituellen Suche nach einer höheren Bedeutung hin zu Medikamenten, von denen wir uns Heilung erhofften. Zu Weltwirtschaftssystemen, die dank der Drogen florierten. Und zu neuen Ideen, für die Drogen vielleicht eine Inspirationsquelle darstellten. Heute haben wir zwar eine größere Auswahl als je zuvor, aber leben wir auch gesünder? Für manche sind Drogen eine Privatangelegenheit, andere halten einen Schutz vor Drogen weiterhin für notwendig. Kein Zweifel, wir werden unseren Umgang mit Drogen auch in Zukunft immer wieder überdenken, als eine Konstante unserer Geschichte, von der Steinzeit bis heute und weit darüber hinaus. Besucht, Sie sind einfach nur zu Ihrem Arzt gegangen. Als Drogen zu einem immer größeren gesellschaftlichen Problem wurden, suchte man einen Schuldigen. Der damalige Rassismus wurde offenbar, als Drogen mit unterschiedlichen Hautfarben in Verbindung gebracht wurden. Man beobachtete, dass auch Schwarze Kokain konsumierten. Es hatte auf sie die gleichen Auswirkungen, die die Droge für Arbeitgeber einst so interessant gemacht hatte. Es machte sie stärker, kräftiger, erhöhte ihre Ausdauer und Leistung. Das beunruhigte die Leute.
So ähnlich war das auch mit dem Alkohol. Plötzlich schlossen sich die Abstinenzler zusammen in der Sorge, dass eine Substanz wie Morphium oder Opium die Gesellschaft vergiftet und verlangten, dass diese Drogen zum Wohl aller verboten werden müssen. Um die Jahrhundertwende änderte sich unsere Einstellung gegenüber dem Drogenkonsum. Wir sahen Drogen als das an, was sie waren. Ein Problem, das gelöst werden musste. Die Frage war nur, wie die Lösung lauten sollte. Um 1900 herum beginnen die Menschen, Drogen anders zu begegnen. Mit dem Gesetz. Die Regierung wollte die Bevölkerung vor den Gefahren eines ungeregelten Drogenzugangs schützen und richtete 1906 die Arzneimittelzulassungsbehörde FDA ein. Sie schrieb Arzneimittelherstellern vor, auf ihren Produkten auf gefährliche narkotische Substanzen hinzuweisen. 1914 legte man noch einen drauf und verbot die nichtmedizinische Einnahme von Narkotika vollständig. Das bedeutete, dass Ärzte die einzige Versorgungsquelle darstellten. Die Regierung hatte die Ärzte unter Kontrolle. Und so musste man sich eine neue Versorgungsquelle erschließen. Das war die Geburtsstunde der Schmugglernetze. Wenn Kokain und Heroin kriminalisiert werden, floriert natürlich der Schwarzmarkt, auf dem die Menschen ihre Drogen aus verschiedenen Gründen beziehen können. Der Anteil der Suchtkranken mit kriminellem Hintergrund, eher der Halbwelt angehörend, steigt dabei proportional. Chinesische Opiumraucher, ein junger Mann, der an der Straßenecke Heroin schnupft, ein Schwarzer auf Kokain, das sind andere Probleme oder sie werden zumindest anders wahrgenommen. Viele Substanzen, die zuvor als Medikamente galten, waren jetzt illegale Drogen. Die Ärzte mussten natürlich immer noch ihre Arbeit machen. Die Frage war nur, welche Medikamente sie dabei noch einsetzen durften. Das war der Startschuss für neue Medikamente, die den Platz der verloren gegangenen Beruhigungs-, Schmerz- und Aufputschmittel einnahmen. Die FDA bestimmte, welche Medikamente sicher waren und welche nicht. Ein 1938 verabschiedetes Gesetz legte fest, dass die FDA ein Medikament erst offiziell zulassen musste, bevor es auf den Markt kommen durfte. Wir stehen ganz schön unter Druck. Ein großer Teil unserer Arbeits- und Wissenschaft war ein wichtiger Bestandteil einer zumindest idealisierten frühchristlichen Spiritualität. Zum ersten Mal in der Geschichte werden Rauschmittel als etwas Unmoralisches angesehen. Moral oder Unmoral mal beiseite. Drogen sehen im Vergleich zu dem, was Christen als das ultimative High ansehen, alt aus. Kann man bis zu einem gewissen Grad die Ekstase oder das Gefühl, das man im Drogenkonsum sucht, in der Kirche oder durch Christus erleben? Klar, keine Frage. Und das ist das echte Gefühl. Es ist wahrhaftig. Das Christentum stand Drogen schon in seinen Anfängen feindlich gegenüber. Im Judentum sah man es ein bisschen anders. Die rabbinischen Schriften äußern zwar Bedenken, trotzdem gab es die Möglichkeit, körperliche Genüsse zu erfahren. Seien es sexuelle Genüsse oder Rauschzustände. Allerdings alles in Maßen und zu seiner Zeit. Der Genuss war ein wichtiger Bestandteil des Lebens, einem Leben, das wir auf dieser Welt in diesem Körper führen. Andere Religionen stehen dem Drogenkonsum etwas weniger tolerant gegenüber. Für Mormonen ist der Körper heilig. Das bedeutet kein Alkohol, kein Tabak, keine illegalen Drogen und auch kein Koffein. Ja, das heißt kein Kaffee. Scientologen glauben, dass Drogen die Fähigkeit des Geistes behindern, sich selbst zu heilen und ernste mentale Angstzustände verursachen. Für Rastafari dreht sich alles um Marihuana, ein heiliges Kraut, das verwendet wird, um mit Gott zu kommunizieren. Andererseits tolerieren sie im Allgemeinen keinen Alkohol und sind der Auffassung, dass es sich bei dem Wein in der Bibel nur um Traubensaft handelte. Das Wertesystem der westlichen Welt aber dominierte das Christentum. In diesem Wertesystem wurzeln wahrscheinlich auch unsere Ansichten über Drogen. Im 4., 5. Jahrhundert wurden Rauschmittel als etwas moralisch Schlechtes stigmatisiert. Drogen wurden nunmehr als unmoralisch verurteilt. Aber wenn das Christentum so mächtig war, warum hat die Kirche den Konsum von Rauschmitteln nie völlig verhindert? Als die Menschen den hohen Wert von Drogen auf dem Weltmarkt erkannten, war die Moral schnell vergessen. Manchmal ist es egal, wie religiös die Menschen sind. Geld regiert die Welt.
Als die Europäer Anfang des 15. Jahrhunderts die Weltmeere eroberten und neue Welten entdeckten, stießen sie auch auf eine neue Welt voller Rauschmittel. Zunächst waren diese Produkte lokal begrenzt. Schließlich sind die meisten Drogen pflanzlichen Ursprungs und nicht überall auf der Welt wachsen dieselben Pflanzenarten. Es ist das Ergebnis des weltumspannenden Seehandels, dass wir in der frühen Neuzeit diesen Zusammenfluss verschiedenster Rauschmittel erleben. In solchen Umgebungen? Sogar bevorzugt. Der kubanische Kalkopf wächst auf den stinkigsten Haufen. Die Pilze wachsen im Mist? Ja. Und die Leute essen das? Ja, in den indianischen Kulturen heißen sie Angelitos, kleine Engel. Naja, ich weiß ja nicht. Ich wünschte, ich wüsste, wonach ich suchen muss. Wenn ich einen entdecke, sage ich Bescheid. So richtig sehe ich noch nicht durch. In 90% der Fälle versuchen die Pilze, uns in die Irre zu führen. Hier drüben wachsen zum Beispiel Düngerlinge, die man leicht mit kubanischen Kahlköpfen verwechseln kann. Die hätten allerdings eine dunkelviolette Färbung. Und wenn ich die essen würde? Sie wären wahrscheinlich etwas verwirrt. Man würde nicht high werden? Nein. Aber ein paar Typen wollten mal von diesen Pilzen high werden. Sie begannen plötzlich zu zittern wie eine Saturn-5-Rakete kurz vor dem Start und riefen aufgeregt, Houston, wir sollten uns besser anschnallen, das wird ein wackeliger Flug werden. Plötzlich hörten sie ein Knattern. Das war das Ende ihres Trips. Nach ein paar Stunden habe ich reichlich Kuhmist und viele Pilze gesehen, aber noch keine Zauberpilze entdecken können. Ich frage mich, ob ich je welche zu Gesicht bekommen werde. Oh ja. Sieh an, Heurika. Haben Drogen uns eher geholfen oder geschadet? Welche Rolle haben Drogen in der menschlichen Entwicklung gespielt? Wie sind unsere Vorfahren überhaupt auf die ersten Rauschmittel gestoßen? Setzen wir unsere Zeitreise durch die Geschichte der Drogen fort. Auf den Wiesen Floridas zieht von Minute zu Minute mehr Feuchtigkeit auf. Ich bezweifle langsam, dass Urmenschen wirklich Magic Mushrooms aßen, wenn diese so schwer zu finden sind. Sind Magic Mushrooms Drogen oder Medizin? Die Begriffe Drogen und Medizin sind kulturell geprägt. In unserer Gesellschaft wird Medizin als etwas Gutes verstanden. In indigenen Gesellschaften gibt es die Begriffe gute Medizin und schlechte Medizin, was so viel bedeutet wie... Sehen Sie die da? Ja, schimmert der bläulich? Auf jeden Fall. Finde ich auch. Wir suchen nach kubanischen Kahlköpfen. Das ist keiner. Aber das könnte ein Copelandia-Pilz sein. Wow, sieh mal an. Wenn ein solcher Pilz mit dieser Form bläulich schimmert, und das scheint mir der Fall, enthält er Psilocybin. Das ist ein stark halluzinogener Pilz, der sogenannte Copelandia. Heurika. Sie halten da also ein Magic Mushroom in der Hand? Das sieht mir ganz danach aus. Jetzt kann ich Sie also wegen Drogenbesitz festnehmen. Kleiner Scherz. Es stellt sich die Frage, ob unsere Vorfahren Rauschmittel nahmen, um bewusstseinsverändernde Zustände zu erlangen. Und Jesus? Ist es möglich, dass er schon seit über 2000 Jahren im Kampf mit den Drogen um den Glauben und die Hingabe der Menschen steht? Für die alten Griechen und andere Kulturen waren Rauschmittel ein wichtiges Mittel, um eine Verbindung zu den Göttern aufzubauen. Warum sahen die ersten Christen das anders? Die frühen Christen waren körperlichen Genüssen gegenüber ängstlich und argwöhnisch eingestellt. Schon damals wussten die Menschen um den körperlichen Genuss, der mit dem Konsum von Rauschmitteln einhergeht. Aber das war mit der christlichen Botschaft unvereinbar. Der Glaube an Christus war der einzige Weg zur Erlösung. Glaube und Drogen waren nicht miteinander vereinbar. Mit dem Aufstieg der christlichen Herrscher im 4. Jahrhundert wurden die ersten Anti-Drogen-Gesetze verabschiedet. Sie richteten sich hauptsächlich an den Drogenkonsum der konkurrierenden Mysterienreligionen. Wenn die Menschen Drogen nehmen können, um die Einheit mit Gott zu spüren, wozu brauchen sie dann noch die Kirche? Die Menschen sollten erkennen, dass der Glaube an Christus der einzige Weg war, Religion wahrhaftig zu erfahren. Einige Historiker glauben, dass die frühen Christen einen richtigen Krieg gegen Drogen führten. Die Christen schlossen sich zu Banden selbsternannter Gesetzeshüter zusammen.
Mönche zogen umher, zerstörten fremde Tempel und mordeten. Haben die Christen Drogen als Bedrohung angesehen? Steht der Glaube an eine Substanz dem Glauben an Jesus im Weg? Vorchristliche Religionen berauschten sich, um Gott zu erfahren. Die Christen scheinen zu glauben, dass Drogen genau das Gegenteil bewirken. Wie kam es zu dieser Kluft? Ich besuche das Calvary Suchttherapiezentrum in Phoenix und hoffe, Antworten zu finden. Es gibt Menschen, die in ihrer Therapie nach einem christlichen Element suchen. Hier können sie dieses Element finden. Der Glaube an Gott ist Teil der Behandlung. Können Menschen ihre Drogensucht nur bekämpfen, wenn sie an eine höhere Macht glauben? In einer Studie wurde jüngst gezeigt, dass Alkoholiker in glaubensgestützten Therapieprogrammen eine um 30% höhere Chance haben, nüchtern zu bleiben, als solche in normalen Programmen. Außerdem haben gläubige Amerikaner eine höhere Lebenserwartung, sind im Allgemeinen wohlhabender und erholen sich eher von lebensbedrohlichen Operationen. Der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Das ist in der Suchttherapie nicht anders. Warum standen die frühen Christen Rauschmitteln ablehnend gegenüber? Einige Historiker glauben, dass die frühen Christen einen richtigen Krieg gegen Drogen führten. Die Christen waren möglichen Rivalen ihrer wachsenden Religionsgemeinschaft feindlich gesinnt und verfolgten diese. Sie zerstörten ihre Tempel und entweihten ihre Statuen. Gottesanbetungen wurden von Blutopfern und anderen Opferriten begleitet. Blutopfer? Was heißt das? Okay, nehmen wir an, Sie wären der König der Maya in Copan. König zu sein ist toll. Was würde ich tun? Tja, Sie würden Ihre Geschlechtsteile herausholen und diese mit einem sehr wertvollen Objekt, dem Stachel eines Rochens, der den Weg von den Ozeanen bis hierher gefunden hat, durchstechen. Ganz ruhig. Sie würden dann das Blut in eine Keramikschüssel fließen lassen und das Ganze zusammen mit etwas Baumrindenpapier anzünden. Der Rauch Ihres Blutes würde den Göttern dann als Opfergabe dargeboten werden. Vielleicht ist es doch nicht so toll, König zu sein. Ich verstehe, warum einen das in einen anderen Zustand versetzen würde. Aber wäre es nicht einfacher, ein paar Pilze zu essen? Es ist wahrscheinlich, dass bei diesen Ritualen auch psychotrope Pflanzen oder Pilze eine Rolle spielten. Könige waren wahrscheinlich auch als Schamanen tätig, die visionäre Bewusstseinszustände erlangten und in andere Welten reisten. Dabei waren Pilze bestimmt hilfreich. Ja, bestimmt. Dann spricht es sich auch leichter mit den Toten. Das ist dann kein Problem mehr. Wenn die Maya so eine hochentwickelte Kultur waren, frage ich mich, ob sie auch neue Einnahmeformen entwickelten. Es gibt Hinweise darauf, dass sie Tabak in Form von rituellen Einläufen konsumierten. Oh Gott, was? Warum gelten psychoaktive Drogen als so gefährlich, wenn doch schon die alten Maya sie verwendeten, um mit den Göttern zu kommunizieren? Wahrscheinlich gaben die Maya sogar ihren Toten narkotisierende Pflanzen als Grabbeigaben mit. Alan führt mich zu den unterirdischen Grabanlagen, damit ich mir das mal genauer ansehen kann. In der Archäologie ziehen wir heutzutage die exakten Wissenschaften zu Rate. Die wichtigste Methode dabei ist es, nach pflanzlichen Proben zu suchen, um zu verstehen, welche Pflanzen in Ritualen verwendet wurden, zum Beispiel bei Bestattungen. Manche Archäologen suchen nach Beweisen für psychoaktive oder hochhalluzinogene Pflanzen. Hier sieht man zum Beispiel Nischen, in die Opfergaben gestellt wurden, auch Pflanzen. Wir wissen also, dass diese Pflanzen von Bedeutung waren, weil sie den Toten beigegeben wurden? Genau. Welche anderen psychoaktiven Pflanzen haben die Maya möglicherweise verwendet? Da wäre auf jeden Fall der Tabak zu nennen. Haben Sie den Tabak geraucht? Man kann ihn natürlich rauchen, aber es gibt Hinweise darauf, dass sie den Tabak bei rituellen Einläufen verwendeten. Oh je, was? Man muss bedenken, dass der Darm ein sehr gut durchblutetes Organ ist. Man kann also einen chemischen Inhaltsstoff mit Hilfe eines Einlaufs sehr schnell und wirksam verabreichen. Das war eine ernste rituelle Angelegenheit. Es klingt ernst. Ein Tabakeinlauf entspricht ungefähr der Wirkung von 20, 30 oder 40 Zigaretten und würde daher einen stark veränderten Bewusstseinszustand und Visionen hervorrufen. Ich glaube, wenn ich mir Tabak mitlege fest, dass die FDA ein Medikament erst offiziell zulassen musste, bevor es auf den Markt kommen durfte. Wir stehen ganz schön unter Druck. Ein großer Teil unserer Arbeit sind wissenschaftliche Untersuchungen. Ein anderer wichtiger Teil ist die Beurteilung der Medikamente. Und immer sind manche anderer Meinung. Alkohol und Tabak ließ die Regierung gerade noch durchgehen, da diese Rauschmittel kulturell schon fest verwurzelt waren.
Wir wissen ja alle, was passierte, als während der Prohibition ein Alkoholverbot verhängt wurde. Das Alkoholverbot war wirkungslos, also wurde es aufgehoben. Auch das Drogenverbot war wirkungslos, aber hier ließ man nicht locker. Ein Drogenkrieg kündigte sich an. Und irgendjemand musste ihn austragen. Pro Jahr lagern hier an die 900 Tonnen. So viel? Was macht man mit dem ganzen Marihuana? Verbrennen. Alles wird verbrannt? Alles. Das ist eine Menge Gras. Wann beschloss die Regierung, den Drogengebrauch zu regulieren? Warum sind einige Drogen legal und andere nicht? Und wer hat das überhaupt zu entscheiden? Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden die Vorschriften der FDA zwar immer strenger, aber eine heutzutage illegale Droge wurde überraschenderweise nur als experimentell eingestuft. 1938 stellte ein Schweizer Wissenschaftler, der für ein großes Pharmaunternehmen arbeitete, eine Droge her, die sich als stärkste und höchst konzentrierte, bewusstseinsverändernde Substanz herausstellte, die die Welt je gesehen hat. Lysergsäure 25, LSD. LSD kann das größte bewusstseinsverändernde Erlebnis herbeiführen. Es kann aber auch zu einem furchtbaren Horrortrip werden, der das Leben unerträglich macht und nur den Selbstmord als Ausweg zulässt. LSD überflutet das Gehirn mit einem halluzinogenen Stoff, der massive Bewusstseinsveränderungen hervorruft. Es ist so hoch konzentriert, dass knapp 8 Liter ausreichen würden, um die gesamte Bevölkerung der USA auf einen LSD-Trip zu schicken. LSD wurde schon zuvor in der Therapie angewendet. Als ich Medizin studierte, wurde einem meiner Kommilitonen LSD als Teil seiner Therapie verabreicht. Das war 1959. LSD wurde in den 40er und 50er Jahren kontrolliert und erfolgreich in der Behandlung von Schizophrenie und Alkoholismus eingesetzt. Die meisten Drogen werden anfänglich medizinisch verwendet. In der Bevölkerung werden sie erst dann als kontrovers angesehen, wenn sie den Bereich der Medizin verlassen und sich ihr Konsum auf die Straße verlagert, wenn Menschen sie aus anderen Gründen nehmen. Die Grundpfeiler unseres heutigen Umgangs mit Drogen waren gesetzt. Mitte des 20. Jahrhunderts boomte die Pharmaindustrie. Es gab eine Behörde, die sie regulierte und dank der als zu gefährlich... Ihn beunruhigte die Drogengegenkultur, ebenso der Heroinkonsum unter den Soldaten in Vietnam. Unter den jungen Leuten der Mittelschicht stieg der Drogenkonsum wie nie zuvor. All die Drogenprobleme schienen auf ihn und seine Regierung zurückzufallen. Wir müssen dem Staatsfeind Nummer 1 der Vereinigten Staaten den totalen Krieg ansagen, dem Problem gefährlicher Drogen. Nixon zog die Daumenschrauben an. Neue rechtliche Regelungen sollten den Zugang zu Drogen noch weiter beschränken. 1970 wurden eine Reihe neuer Drogengesetze verabschiedet. Und unter der Leitung Nixons wurde eine Anti-Drogenbehörde, die DEA, eingerichtet, um verstärkt gegen die Verbreitung illegaler Drogen auf der Straße vorzugehen. Aber wenn diese Drogen nicht mehr auf der Straße zu finden waren, wo sind sie hin? Das ist ja Wahnsinn. Was ist das hier genau? Das ist ein Sicherheitslager im Südwesten der USA, in dem große Mengen illegaler Drogen vor ihrer Vernichtung aufbewahrt werden. Hier befindet sich vor allem Marihuana. Wie viel haben Sie hier gelagert? Zurzeit sind es ein paar hundert Tonnen. So viel? In einem Jahr werden es wohl an die 900 Tonnen sein. 900 Tonnen? Ich bin kein Mathematiker. Welchem Marktpreis würde das entsprechen? Es ist eine Menge Gras. Was passiert mit dem ganzen Zeug? Wir nehmen Proben und dokumentieren alles. Schließlich wird es später als Beweismittel vor Gericht wichtig sein. Danach wird es in der Verbrennungsanlage konsequent vernichtet. Es wird alles verbrannt? Alles. Eine Menge Gras. Drogen waren in den 60ern ein großes Problem. War die Gründung der DEA eine Reaktion darauf? Auf jeden Fall. Die Regierung wollte das Problem der massiven Drogenkultur in der damaligen Zeit angehen, indem sie ihre Ressourcen bündelte. Was ist die wichtigste Aufgabe Ihrer Behörde? Die wichtigste Aufgabe der DEA ist es, über die Einhaltung der US-Drogengesetze zu wachen. In dem 1970 verabschiedeten Betäubungsmittelgesetz werden Drogen auf einer Stufe von 1 bis 5 klassifiziert.
Die Drogen der Stufe 1 werden dabei als strengstens verboten deklariert. Wenn wir feststellen, dass ein Mittel ein großes Missbrauchspotenzial besitzt, informieren wir die Behörde, die es daraufhin klassifiziert. Die FDA klassifiziert gefährliche Drogen auf einer Skala von 1 bis 5. Auf Stufe 1 werden Drogen mit dem höchsten Suchtpotenzial und medizinisch geringstem Nutzen aufgeführt. Drogen der Stufe 2 sind etwas weniger suchterzeugend und haben einen etwas größeren medizinischen Nutzen. So geht es weiter bis zur Stufe 5. Soweit so gut. Aber Marihuana, auch medizinisch verwendetes Marihuana, wird auf Stufe 1 geführt, während Kokain, PCP, Oxycodon und Morphium auf Stufe 2 stehen. Marihuana wird auf Stufe 1 geführt. Das hat weder etwas mit Medizin noch mit Wissenschaft zu fragen. Woher sollen wir wissen, welche Medikamente wir nehmen können? Letztendlich sind nur Sie selbst dafür verantwortlich. Wird es in Zukunft einfacher zu entscheiden, welche Medikamente wir schlucken können? Die Auswahl wird immer größer, aber werden die Medikamente auch besser? Wir bewegen uns hin zu einem Zeitalter der individuell auf Patienten zugeschnittenen Medikamente. Das bedeutet, dass die Wirkung eines Medikaments drastischer ausfallen wird, ob Sie das wollen oder nicht. In jüngsten Studien werden neue Verwendungszwecke für alte Medikamente aufgedeckt. Manchmal sind diese alten Medikamente illegal. Zurzeit wird an der Universität von New York eine solche Studie durchgeführt. Ein auf Stufe 1 gelistetes Medikament wird hier an todkranken Krebspatienten getestet. Es soll die Angst vor dem Tod lindern. Für die Verwendung dieses Medikaments in einer solchen Testreihe braucht man die Sondergenehmigung der Drogenbehörde. Und es muss eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Dafür mussten unsere Vorfahren einfach nur rausgehen und suchen. Ist Psilocybin nicht der Wirkstoff von sogenannten Magic Mushrooms? Das stimmt. Diese Drogen können einen sehr weiten therapeutischen Nutzen in der Psychiatrie bieten. Möglicherweise stehen wir hier vor einem Paradigmenwechsel. Sie behandeln Patienten, die so schon einiges durchmachen müssen und verabreichen ihnen dann auch noch halluzinogene Drogen. Kann das nicht schrecklich nach hinten losgehen? Wir müssen sehr vorsichtig sein. Diese Drogen können negative psychologische Auswirkungen haben. Psychedelika wirken bei verschiedenen Menschen unterschiedlich. Voraussagen lässt sich das nicht immer. Halluzinogene Drogen haben ganz unterschiedliche und tiefgreifende psychologische Auswirkungen. Drogen wie Psilocybin werden seit Tausenden von Jahren verwendet, um spirituelle Erfahrungen zu machen. Die Patienten dieser Testreihe scheinen ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. Einige Patienten haben eine gütige, gottartige Figur beschrieben, mit der sie in Verbindung standen. Es ist interessant, dass sie mit einem Medikament experimentieren, das die Spiritualität stärkt. Kann man das so sagen? Das stimmt. Eines Tages kann man das vielleicht als Gottespille vermarkten, oder? Es sind spirituelle Medikamente, spirituelle Gotteserfahrungen. Bemerkenswerterweise bezeichnen 3/4 der Patienten ihre Psilocybin-Erfahrung als das bedeutendste oder als eines der 5 bedeutendsten Erlebnisse in ihrem Leben. Wow! Die tiefgreifendsten Wirkungen, die ich bei Patienten erlebt habe. Zauberpilze werden seit Jahrtausenden verwendet. Wir wissen aber immer noch wenig über ihre hochinteressanten und komplexen psychologischen Auswirkungen auf das Gehirn. Leider wurden bestimmte Drogen lange verteufelt und konnten nicht in dem Maße wissenschaftlich erforscht werden, neue Welt zu entdecken. Es ist echt. Man nimmt die Wirklichkeit nur in einem breiteren Spektrum wahr. Welche Drogen verliehen manchen Imperien Auftrieb und vergifteten andere? Und wann schritt die Regierung ein und sagte, es reicht? Das wird alles verbrannt? Ja. Das ist eine Menge Gras. Wurden die heutigen harten Drogen schon immer als harte Drogen angesehen? Woher sollen wir wissen, welche Drogen oder Medikamente unserem Körper nicht schaden? Sie machen mir Angst. Haben Sie dagegen auch eine Pille? Hi, ich bin Dean Norris und ich bin auf Drogen. Ebenso wie meine Mutter, mein Arzt und sogar mein Hund. Und wenn Sie im 21. Jahrhundert leben, sind Sie das garantiert auch. Aber überzeugen Sie sich selbst. Lassen Sie uns zusammen eine Zeitreise durch die Geschichte der Drogen machen. Heute können wir zwischen tausenden Drogen und Medikamenten wählen. Aber wie war das vor 20.000 Jahren?
Nahmen schon die Urmenschen Rauschmittel, um Körper und Geist bewusst in einen anderen Zustand zu versetzen? Wie haben sie diese gefunden und was haben sie genommen? Die Menschen nehmen Drogen, seit sie auf zwei Beinen laufen konnten. Denn Drogen findet man überall. Ob nun die Mondpflanze, der Coca-Strauch oder die Tabakpflanze zufällig in Reichweite wachsen. Die Pflanzen, die wir heute kennen, gab es mehr oder weniger schon vor 20.000 Jahren, mit einer wichtigen Ausnahme. Den Nutzpflanzen wie Weizen und Gerste. Vor 20.000 Jahren konnte aus Gerste noch kein Bier gebraut werden, weil noch keine Gerste angebaut wurde. Aber was waren die ersten Rauschmittel, die die Menschen nahmen? Solche ziemlich abgedrehten Höhlenmalereien könnten einen Hinweis darauf liefern. Höhlenmalereien stellen oftmals sehr einfache Formen dar. Sie erinnern an Formen, die Menschen in einem veränderten Bewusstseinszustand wahrnehmen. Psychedelika gibt es schon länger als den Menschen. Ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass sie in der Geschichte der Menschheit schon immer verwendet wurden. Manche Höhlenmalereien deuten darauf hin. Die verschiedensten Kulturen der Welt haben psychoaktive Pilze, sogenannte Magic Mushrooms, zu sich genommen. Es erscheint nur natürlich, dass die Menschen diese Pilze aßen. Sie waren auf der Suche nach Nahrungsquellen und probierten dabei neue Dinge aus. Reden wir hier von den gleichen Pilzen, die man auch in Höhlenmalereien entdecken kann? Mit Sicherheit können wir das nicht sagen, aber klar ist, dass die Urmenschen keine Karotten oder Zwiebeln malten. Pilze mussten für sie eine besondere Bedeutung gehabt haben. Nur welche? Ich begebe mich auf Pilzsuche, um mehr darüber zu erfahren. Pilzen genommen, sogar in der Volksversammlung. Das ist der Parthenon, die Wiege der Demokratie. Wahnsinn, genau hier? Genau hier, wo wir gerade stehen. Das Treffen begann mit einem Reinigungsritual. Dafür wurden Pflanzen und Kräuter verbrannt. Die Vertreter der Volksversammlung setzten sich dem Rauch psychotroper Pflanzen aus, um in eine, wie sie es nannten, heitere Stimmung zu geraten. So ließ es sich besser über Politik diskutieren. Was war das für ein Rauch? Sie verbrannten Weihrauch und Myrrhe, Pflanzenharze und vielleicht auch Pflanzenblätter. Und Cannabis? Das ist nicht auszuschließen. Die Griechen kannten Cannabis. Ich gebe Ihnen einen kleinen Hinweis. Wo Rauch ist, ist auch Cannabis. Diese Räucherei kann man sich wie beim Hotboxing vorstellen. Man sitzt mit seinen Kumpels im Auto, raucht Marihuana und wird so die ganze Zeit von der Wirkung berauscht. Stellen Sie sich vor, Ihr Auto ist so stark verraucht, dass Sie nach Luft schnappen müssen. So ist es den Volksvertretern ergangen, wenn sie den Rauch psychotroper Pflanzen inhalierten, bevor sie über die Gesetzgebung debattierten. Es scheint, dass dieser abgehobene Zustand ein wichtiger Bestandteil von religiösen und politischen Zeremonien war, ein wichtiger Bestandteil des griechischen Lebens. Das stimmt. Der Rausch war ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Aus dem griechischen Wort Pharmakon, das so viel wie Medizin oder Gift bedeutet, entstand der moderne Begriff Pharmakologie. Der griechische Arzt Hippokrates, der als Vater der modernen Medizin gilt, erkannte, dass hinter der spezifischen Wirkung von Drogen auf unseren Körper wissenschaftliche Gründe stecken könnten. Die Griechen waren der Auffassung, dass jede Substanz, die sich verändernd auf unseren Körper auswirkt, gute oder schlechte Eigenschaften haben konnte. Schlangengift war eine der gebräuchlichsten Arzneien der Antike. Das moderne Symbol der Medizin, ein Erbe der Griechen, zeigt zwei sich um einen Stab windende Schlangen. Die Griechen waren sich wahrscheinlich bewusst, dass viele Drogen, wie auch Schlangengift, sowohl heilende als auch schädliche Wirkungen haben konnten. In der griechischen Gesellschaft waren Drogen anscheinend kein moralisches Tabu. Nein, ganz und gar nicht. Es war keine Frage von Moral. In solchen Kategorien dachten sie nicht. Sie schätzten den Genuss, der ihrem Verständnis eines schönen Lebens nahe kam. Für die Griechen hatten Drogen hauptsächlich mit Genuss zu tun? Es ging um den Genuss im richtigen Moment, im richtigen Kontext. Wie in diesen Studentenverbindungen mit den griechischen Buchstaben, etwa Sigma Pi. Das glaube ich gern. Ob religiöse Rituale, politische Zusammenkünfte oder medizinisches Studium, die Griechen waren durchaus bewandert im Umgang mit Drogen. Sie wussten auch, dass Drogen gefährlich sein konnten. Aber sie zu nehmen, war keine Frage von richtig oder falsch. Beteiligt sind der sogenannten Fermentation.
Alkohol ist das weltweit verbreitetste Genuss- und Rauschmittel. Über 140 Millionen Menschen leiden an alkoholbedingten Erkrankungen. Gibt es Figuren in der Bibel, die den Drogenmissbrauch gezielt ansprechen? Hier wäre unbedingt der Apostel Paulus zu erwähnen, der sein gesamtes Leben Jesus Christus widmete und einen Großteil des Neuen Testaments verfasst hat. Er sprach: Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, Unzucht, Zauberei, Abgötterei. Falsche Götter können echte spirituelle Bedürfnisse niemals erfüllen. Man kann all dem hinterherjagen, aber man endet immer gebrochen und am Boden zerstört. Aus christlicher Sicht waren Drogen schon immer falsche Götter, die die Menschen vom wahren Gott, den sie anbeten sollten, ablenkten. Aber warum nahmen die ersten Christen auch Substanzen, die irgendwie gar nicht so christlich waren? Was ist falsch daran, seinem Körper ab und an mal einen kleinen Genuss zu gönnen? Selbst Jesus trank Wein. Es wäre nicht falsch, einige der frühchristlichen Ansichten als puritanisch zu beschreiben. Die Idee des Sich-Entsagens war ein wichtiger Bestandteil einer zumindest idealisierten frühchristlichen Spiritualität. Zum ersten Mal in der Geschichte werden Rauschmittel als etwas Unmoralisches angesehen. Moral oder Unmoral mal beiseite. Drogen sehen im Vergleich zu dem, was Christen als das ultimative High ansehen, alt aus. Kann man bis zu einem gewissen Grad die Ekstase oder das Gefühl, das man im Drogenkonsum sucht, in der Kirche oder durch Christus erleben? Klar, keine Frage. Und das ist das echte Gefühl. Es ist wahrhaftig. Das Christentum stand Drogen schon in seinen Anfängen feindlich gegenüber. Im Judentum sah man es ein bisschen anders. Die rabbinischen Schriften äußern zwar Bedenken, trotzdem gab es die Möglichkeit, körperliche Genüsse zu erfahren. Seien es sexuelle Genüsse oder Rauschzustände. Allerdings alles in Maßen und zu seiner Zeit. Der Genuss war ein wichtiger Bestandteil des Lebens, einem Leben, das wir auf dieser Welt in diesem Körper führen. Andere Religionen stehen dem Drogenkonsum etwas weniger tolerant gegenüber. Für Mormonen ist der Körper heilig. Das bedeutet kein Alkohol, kein Tabak, keine illegalen Drogen und auch kein Koffein. Ja, das heißt kein Kaffee. Scientologen glauben, dass Drogen die Fähigkeit des Geistes behindern, sich selbst zu heilen und ernste mentale Angstzustände verursachen. Für Rastafari dreht sich alles um Marihuana, ein heiliges Kraut, das verwendet wird, um mit Gott zu kommunizieren. Andererseits tolerieren sie im Allgemeinen keinen Alkohol und sind der Auffassung, dass es sich bei dem Wein in der Bibel nur um Traubensaft handelte. Das Wertesystem der westlichen Welt aber dominierte das Christentum. In diesem Wertesystem wurzeln wahrscheinlich auch unsere Ansichten über Drogen. Stellen. Diese untermauerten sie mit Berichten von tausenden Männern, Frauen und Kindern, die angeblich schon durch ein paar Tropfen dieser Medikamente von den schlimmsten Krankheiten geheilt wurden. Die Möglichkeiten der Medizin waren im 19. Jahrhundert eher beschränkt, was die Behandlung verschiedener Krankheiten anbelangte. Die Hersteller und Vertreiber der sogenannten Patentmedizin wussten nicht immer, was sie taten. Sie waren nicht sicher, ob ihre Produkte auch wirksam sind. Ihren Kunden wollten sie aber genau dieses Gefühl vermitteln. Diese Medikamente waren besonders profitabel. Sie waren überall zu bekommen und wurden nicht nur von normalen Bürgern genommen, sondern auch von Ärzten. Wollen wir uns mal einige der Flaschen näher anschauen und gucken, was da so drin ist? Hier haben wir ein Opium-Elixier. Welche Stoffe würde man einem Medikament beimischen, wenn man es verkaufen möchte? Das könnten Opium oder Morphium sein. Es ist einem gar nicht so sehr daran gelegen, dass es den Menschen besser geht. Man will sein Produkt verkaufen. Das ist das Tolle daran. Man kann Kokainpulver als Mittel gegen Heuschnupfen verkaufen. Der Patient wird sich besser fühlen. Er wird darauf reagieren. Und das ist alles, was die Hersteller wollen. Wie haben die Medikamente gewirkt? Die meisten dieser Medikamente haben die Beschwerden der Menschen gelindert. Je stärker die Wirkung war, desto eher hat man an die Wirksamkeit des Medikaments geglaubt und es Familie und Freunden empfohlen. In der Hinsicht haben die Medikamente wirklich geholfen, aber sie haben gleichzeitig auch schwere Schäden angerichtet. Zu Zeiten der Patentmedizin gab es kaum Gesetze und Regelungen. Viele waren nicht nur abhängig, sondern starben auch an den Folgen ihres Medikamentenkonsums. Und was haben wir hier? Nervenstärkend und belebend. Es verspricht die dauerhafte Heilung aller möglichen Nervenkrankheiten.
Das hier rühmt sich wirklich seiner Wirkung. Ein hochkonzentriertes Medikament, besonders geeignet zur Linderung und dauerhaften Heilung aller Nervenkrankheiten. Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, Verdauungsstörungen, Gallenkrankheiten, Durchfall, Verstopfung, Erkältung, Husten, Fieber, Schmerzen, Leberbeschwerden, Schwindsucht, Appetitverlust, Frauenbeschwerden, Ohnmachtsanfälle, Herzrasen, Krämpfen, Schwindel, Keuchhusten, Masern und so weiter. Hier steht wirklich und so weiter. Man kann die Patentmedizin wirklich als eine Art Wildwestmedizin bezeichnen. Das ging sogar so weit, dass man Flaschen mit morphinhaltigen Substanzen auffüllte und das Ganze als Medikament gegen Morphiumsucht vertrieb. Überall wurde Werbung gemacht. Man stellte Steine am Straßenrand auf, die Vorläufer moderner Werbeplakate. Das Ganze hatte schon karnevaleske Züge. Das Aufkommen der Werbung in Amerika kann in vielerlei Hinsicht der Patentmedizin zugeschrieben werden. In dieser Zeit suchte die schnell wachsende Medikamentenindustrie nach dem nächsten großen Verkaufsschlager. Ihre Suche förderte eine besonders starke Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, Verdauungsstörungen, Gallenkrankheiten, Durchfall, Verstopfung, Erkältung, Husten, Fieber, Schmerzen, Leberbeschwerden, Schwindsucht, Appetitverlust, Frauenbeschwerden, Ohnmachtsanfälle, Herzrasen, Krämpfen, Schwindel, Keuchhusten, Masern und so weiter. Hier steht wirklich und so weiter. Man kann die Patentmedizin wirklich als eine Art Wildwestmedizin bezeichnen. Das ging sogar so weit, dass man Flaschen mit morphinhaltigen Substanzen auffüllte und das Ganze als Medikament gegen Morphiumsucht vertrieb. Überall wurde Werbung gemacht. Man stellte Steine am Straßenrand auf, die Vorläufer moderner Werbeplakate. Das Ganze hatte schon karnevaleske Züge. Das Aufkommen der Werbung in Amerika kann in vielerlei Hinsicht der Patentmedizin zugeschrieben werden. In dieser Zeit suchte die schnell wachsende Medikamentenindustrie nach dem nächsten großen Verkaufsschlager. Ihre Suche förderte eine besonders starke Droge zutage, die einen berüchtigten Platz in der Geschichte einnehmen sollte. Die Pharmafirmen entdeckten Kokain als ein mögliches neues Produkt für den Markt. Sie sind für die Kommerzialisierung von Kokain verantwortlich. Die Ärzte sprangen schnell auf den Kokainzug auf. Man begann, es als Anästhetikum bei Rachen- und Augenoperationen einzusetzen, sowie die damals so beliebten und überall erhältlichen Allheilmittel und Wunderelixiere damit zu strecken. Es gibt wunderbare Anekdoten aus den 1880er Jahren. Ärzte, die ihren depressiven Patienten Kokain verabreichten, oder eine Frau, die seit Monaten kein Wort gesprochen hatte und mit Hilfe von Kokain plötzlich ihre Sprache wiederfand. Das war revolutionär. Mit dem Kokain kam die Marketingmaschinerie der Patentmedizin voll in Gang. Die Hersteller dieser Medikamente gaben sich alle Mühe, dem Kunden zu zeigen, dass das Produkt Kokain enthielt. Darum ging's ja schließlich. Kokain war auch einer der wichtigsten Inhaltsstoffe eines neuen beliebten Erfrischungsgetränkes, der Coca-Cola. Wenn man im Atlanta der 1890er Jahre eine Coca-Cola bestellen wollte, zum Beispiel in einer Apotheke, fragte man einfach nach einer Flasche Dope. Kokain feierte seinen Durchbruch und die Leute fanden alle möglichen neuen Verwendungszwecke dafür. Im Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts war es Usus, dass ein Arbeitgeber immer genug Kokain für seine Mitarbeiter bereitstellte. Ende des 19. Jahrhunderts hatten diese starken Medikamente die gesamte Gesellschaft erreicht. Niemand musste auf ihre Wirkungen verzichten. Das sind Tropfen für Babys. Da sind Alkohol und Opium drin. Das Mittelchen soll bei Blähungen, Krämpfen und Koliken helfen. Heute, sie es nannten, heitere Stimmung zu geraten. So ließ es sich besser über Politik diskutieren. Was war das für ein Rauch? Sie verbrannten Weihrauch und Myrrhe, Pflanzenharze und vielleicht auch Pflanzenblätter. Und Cannabis? Das ist nicht auszuschließen. Die Griechen kannten Cannabis. Ich gebe Ihnen einen kleinen Hinweis. Wo Rauch ist, ist auch Cannabis. Diese Räucherei kann man sich wie beim Hotboxing vorstellen. Man sitzt mit seinen Kumpels im Auto, raucht Marihuana und wird so die ganze Zeit von der Wirkung berauscht. Stellen Sie sich vor, Ihr Auto ist so stark verraucht, dass Sie nach Luft schnappen müssen. So ist es den Volksvertretern ergangen, wenn sie den Rauch psychotroper Pflanzen inhalierten, bevor sie über die Gesetzgebung debattierten.
Es scheint, dass dieser abgehobene Zustand ein wichtiger Bestandteil von religiösen und politischen Zeremonien war, ein wichtiger Bestandteil des griechischen Lebens. Das stimmt. Der Rausch war ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Aus dem griechischen Wort Pharmakon, das so viel wie Medizin oder Gift bedeutet, entstand der moderne Begriff Pharmakologie. Der griechische Arzt Hippokrates, der als Vater der modernen Medizin gilt, erkannte, dass hinter der spezifischen Wirkung von Drogen auf unseren Körper wissenschaftliche Gründe stecken könnten. Die Griechen waren der Auffassung, dass jede Substanz, die sich verändernd auf unseren Körper auswirkt, gute oder schlechte Eigenschaften haben konnte. Schlangengift war eine der gebräuchlichsten Arzneien der Antike. Das moderne Symbol der Medizin, ein Erbe der Griechen, zeigt zwei sich um einen Stab windende Schlangen. Die Griechen waren sich wahrscheinlich bewusst, dass viele Drogen, wie auch Schlangengift, sowohl heilende als auch schädliche Wirkungen haben konnten. In der griechischen Gesellschaft waren Drogen anscheinend kein moralisches Tabu. Nein, ganz und gar nicht. Es war keine Frage von Moral. In solchen Kategorien dachten sie nicht. Sie schätzten den Genuss, der ihrem Verständnis eines schönen Lebens nahe kam. Für die Griechen hatten Drogen hauptsächlich mit Genuss zu tun? Es ging um den Genuss im richtigen Moment, im richtigen Kontext. Wie in diesen Studentenverbindungen mit den griechischen Buchstaben, etwa Sigma Pi. Das glaube ich gern. Ob religiöse Rituale, politische Zusammenkünfte oder medizinisches Studium. Die Griechen waren durchaus bewandert im Umgang mit Drogen. Sie wussten auch, dass Drogen gefährlich sein konnten. Aber sie zu nehmen, war keine Frage von richtig oder falsch. Und Jesus? Ist es möglich, dass er schon seit über 2000 Jahren im Kampf mit den Drogen um den Glauben und die Hingabe der Menschen steht? Für die alten Griechen und andere Kulturen waren Rauschmittel ein wichtiges Mittel, um eine Verbindung zu den Göttern aufzubauen. Warum sahen die ersten Christen das anders? Die frühen Christen waren körperlichen Genüssen gegenüber eng. Hielten die alten Griechen Drogen für tödliches Gift oder wertvolle Arznei? Wurzeln nicht viele unserer heutigen Glaubensansichten in der Antike? Viele unserer modernen philosophischen Ansichten haben ihre Wurzeln in griechischen Modellen. Diese wurden in einer Zeit entwickelt, in der die frühen Philosophen Griechenlands regelmäßig zu Rauschmitteln griffen. Man überlegt heute, ob derjenige, der damals ein Philosoph genannt wurde, nicht auch als Schamane bezeichnet werden könnte. Ich habe von geheimen Kulten und Ritualen im antiken Griechenland gehört. Wir wissen wenig darüber, aber anscheinend spielten bewusstseinsverändernde Zustände dabei eine Rolle. Das muss ich mir selbst ansehen. Dies ist das Heiligtum der Gottheiten Demeter und Persephone. Jedes Jahr kamen Athener hierher, um in die Mysterien von Eleusis eingeführt zu werden. Dabei verließ man seinen Körper, reiste in die andere Welt und kehrte wieder zurück. Die Teilnehmer dieses Initiationsritus reisten in eine andere Welt. Was genau hat sie dorthin geführt? Es gibt zwei Theorien. Einige halten Zauberpilze für wahrscheinlich, andere den Mutterkornpilz. Von Zauberpilzen habe ich gehört, aber was ist der Mutterkornpilz? Wie high waren die im Laufe der Geschichte? Und welche Drogen nahmen die alten Griechen? Setzen wir unsere Zeitreise durch die Geschichte der Drogen fort. Die alten Maya nahmen Drogen, um mit den Göttern zu kommunizieren. Haben die Griechen auch zu solchen Methoden gegriffen? Was hofften sie bei den geheimen Riten der Mysterien von Eleusis zu entdecken? Und was genau brachte sie auf ihre Entdeckungen? Die Mysterien von Eleusis waren ein bedeutender religiöser Ritus in der klassischen Antike, der fast 2000 Jahre lang begangen wurde. Das ist das Telesterion, das Zentrum des Geschehens. Ganz schön groß. Fast wie ein griechischer Madison Square Garden. Hier fanden tausende Menschen Platz. Sehen Sie diese Stufen? Dort standen die Zuschauer. Es gab Licht, Dunkelheit, Musik. Tanz? Auch Tanz, ja. Das war also wie eine große griechische Rave-Party? Ja, stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Eine totale Überreizung der Sinne. Es veränderte das Leben für immer.
Aber hier feierten nicht nur irgendwelche Kids eine Party im Wald. In die Mysterien von Eleusis wurden unter anderem Sokrates, Platon und Aristoteles eingeführt. Es muss doch irgendwas gegeben haben, das sie so vom Hocker gehauen hat. Sie haben die Götter getroffen. Sie haben die Götter getroffen. Wow. Die Teilnehmer kamen hierher und haben sich diesem Ritus unterzogen. Glauben Sie, dass da irgendwelche Drogen im Spiel waren? Das könnte gut sein. Wirklich? Sie sprechen von bewusstseinsverändernden Zuständen? Genau, wenn Drogen im Spiel waren. Welche wären das gewesen? Da gibt es geteilte Meinungen. Einige mich auch. Wo sind wir hier? Das ist eine Gemeindeapotheke, die hier im Mystery Seaport Museum in Connecticut nachgebaut wurde. Wir haben hier eine Auswahl an Medikamenten, die wir Patentmedizin nennen. Diese Medikamente waren Anfang des 19. Jahrhunderts sehr beliebt und es gibt viele Geschichten von Leuten, die damit hausieren gingen. Was genau heißt Patentmedizin? Es bedeutete, dass die Hersteller die Inhaltsstoffe ihrer Medikamente nicht preisgeben mussten. Sie konnten die kühnsten Behauptungen aufstellen. Diese untermauerten sie mit Berichten von tausenden Männern, Frauen und Kindern, die angeblich schon durch ein paar Tropfen dieser Medikamente von den schlimmsten Krankheiten geheilt wurden. Die Möglichkeiten der Medizin waren im 19. Jahrhundert eher beschränkt, was die Behandlung verschiedener Krankheiten anbelangte. Die Hersteller und Vertreiber der sogenannten Patentmedizin wussten nicht immer, was sie taten. Sie waren nicht sicher, ob ihre Produkte auch wirksam sind. Ihren Kunden wollten sie aber genau dieses Gefühl vermitteln. Diese Medikamente waren besonders profitabel. Sie waren überall zu bekommen und wurden nicht nur von normalen Bürgern genommen, sondern auch von Ärzten. Wollen wir uns mal einige der Flaschen näher anschauen und gucken, was da so drin ist. Hier haben wir ein Opium-Elixier. Welche Stoffe würde man einem Medikament beimischen, wenn man es verkaufen möchte? Das könnten Opium oder Morphium sein. Es ist einem gar nicht so sehr daran gelegen, dass es den Menschen besser geht. Man will sein Produkt verkaufen. Das ist das Tolle daran. Man kann Kokainpulver als Mittel gegen Heuschnupfen verkaufen. Der Patient wird sich besser fühlen. Er wird darauf reagieren. Und das ist alles, was die Hersteller wollen. Wie haben die Medikamente gewirkt? Die meisten dieser Medikamente haben die Beschwerden der Menschen gelindert. Je stärker die Wirkung war, desto eher hat man an die Wirksamkeit des Medikaments geglaubt und es Familie und Freunden empfohlen. In der Hinsicht haben die Medikamente wirklich geholfen, aber sie haben gleichzeitig auch schwere Schäden angerichtet. Zu Zeiten der Patentmedizin gab es kaum Gesetze und Regelungen. Viele waren nicht nur abhängig, sondern starben auch an den Folgen ihres Medikamentenkonsums. Und was haben wir hier? Nervenstärkend und belebend. Es verspricht die dauerhafte Heilung aller möglichen Nervenkrankheiten. Das hier rühmt sich wirklich seiner Wirkung. Ein hochkonzentriertes Medikament, besonders geeignet zur Linderung und dauerhaften Heilung aller Nervenkrankheiten. Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, Verdauungsstörungen, Gallenkrankheiten, Durchfall, Verstopfung, Erkältung, Husten, Fieber, Schmerzen, Leberbeschwerden, Schwindsucht, Appetitverlust, Frauenbeschwerden, Ohnmachtsanfälle, Herzrasen, Krämpfen, Schwindel, Keuchhusten, Masern und so weiter. Hier steht wirklich und so weiter. Man kann die Patentmedizin wirklich als eine Art Wildwestmedizin bezeichnen. Das ging sogar die Medikamente auch besser. Wir bewegen uns hin zu einem Zeitalter der individuell auf Patienten zugeschnittenen Medikamente. Das bedeutet, dass die Wirkung eines Medikaments drastischer ausfallen wird, ob Sie das wollen oder nicht. In jüngsten Studien werden neue Verwendungszwecke für alte Medikamente aufgedeckt. Manchmal sind diese alten Medikamente illegal. Zurzeit wird an der Universität von New York eine solche Studie durchgeführt. Ein auf Stufe 1 gelistetes Medikament wird hier an todkranken Krebspatienten getestet. Es soll die Angst vor dem Tod lindern. Für die Verwendung dieses Medikaments in einer solchen Testreihe braucht man die Sondergenehmigung der Drogenbehörde und es muss eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Dafür mussten unsere Vorfahren einfach nur rausgehen und suchen. Ist Psilocybin nicht der Wirkstoff von sogenannten Magic Mushrooms? Das stimmt. Diese Drogen können einen sehr weiten therapeutischen Nutzen in der Psychiatrie bieten. Möglicherweise stehen wir hier vor einem Paradigmenwechsel. Sie behandeln Patienten, die so schon einiges durchmachen müssen und verabreichen ihnen dann auch noch halluzinogene Drogen. Kann das nicht schrecklich nach hinten losgehen? Wir müssen sehr vorsichtig sein. Diese Drogen können negative psychologische Auswirkungen haben. Psychedelika wirken bei verschiedenen Menschen unterschiedlich. Voraussagen lässt sich das nicht immer. Halluzinogene Drogen haben ganz unterschiedliche und tiefgreifende psychologische Auswirkungen.
Drogen wie Psilocybin werden seit Tausenden von Jahren verwendet, um spirituelle Erfahrungen zu machen. Die Patienten dieser Testreihe scheinen ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. Einige Patienten haben eine gütige, gottartige Figur beschrieben, mit der sie in Verbindung standen. Es ist interessant, dass sie mit einem Medikament experimentieren, das die Spiritualität stärkt. Kann man das so sagen? Das stimmt. Eines Tages kann man das vielleicht als Gottespille vermarkten, oder? Es sind spirituelle Medikamente, spirituelle Gotteserfahrungen. Bemerkenswerterweise bezeichnen 3/4 der Patienten ihre Psilocybin-Erfahrung als das bedeutendste oder als eines der 5 bedeutendsten Erlebnisse in ihrem Leben. Wow! Tiefgreifendsten Wirkungen, die ich bei Patienten erlebt habe. Zauberpilze werden seit Jahrtausenden verwendet. Wir wissen aber immer noch wenig über ihre hochinteressanten und komplexen psychologischen Auswirkungen auf das Gehirn. Leider wurden bestimmte Drogen lange verteufelt und konnten nicht in dem Maße wissenschaftlich erforscht werden, in dem das nötig gewesen wäre. Wir müssen noch viel darüber lernen, wie Drogen unseren Körper und Geist beeinflussen. Sogar das vielleicht älteste Rauschmittel des Menschen ist immer noch Objekt wissenschaftlicher Forschung. Drogen sind im Lauf der Geschichte in ganz unterschiedlichen Formen auf gefährliche narkotische Substanzen hinzuweisen. 1914 legte man noch einen drauf und verbot die nichtmedizinische Einnahme von Narkotika vollständig. Das bedeutete, dass Ärzte die einzige Versorgungsquelle darstellten. Die Regierung hatte die Ärzte unter Kontrolle. Und so musste man sich eine neue Versorgungsquelle erschließen. Das war die Geburtsstunde der Schmugglernetze. Wenn Kokain und Heroin kriminalisiert werden, floriert natürlich der Schwarzmarkt, auf dem die Menschen ihre Drogen aus verschiedenen Gründen beziehen können. Der Anteil der Suchtkranken mit kriminellem Hintergrund, eher der Halbwelt angehörend, steigt dabei proportional. Chinesische Opiumraucher, ein junger Mann, der an der Straßenecke Heroin schnupft, ein Schwarzer auf Kokain, das sind andere Probleme oder sie werden zumindest anders wahrgenommen. Viele Substanzen, die zuvor als Medikamente galten, waren jetzt illegale Drogen. Die Ärzte mussten natürlich immer noch ihre Arbeit machen. Die Frage war nur, welche Medikamente sie dabei noch einsetzen durften. Das war der Startschuss für neue Medikamente, die den Platz der verloren gegangenen Beruhigungs-, Schmerz- und Aufputschmittel einnahmen. Die FDA bestimmte, welche Medikamente sicher waren und welche nicht. Ein 1938 verabschiedetes Gesetz legte fest, dass die FDA ein Medikament erst offiziell zulassen musste, bevor es auf den Markt kommen durfte. Wir stehen ganz schön unter Druck. Ein großer Teil unserer Arbeit sind wissenschaftliche Untersuchungen. Ein anderer wichtiger Teil ist die Beurteilung der Medikamente. Und immer sind manche anderer Meinung. Alkohol und Tabak ließ die Regierung gerade noch durchgehen, da diese Rauschmittel kulturell schon fest verwurzelt waren. Wir wissen ja alle, was passierte, als während der Prohibition ein Alkoholverbot verhängt wurde. Das Alkoholverbot war wirkungslos, also wurde es aufgehoben. Auch das Drogenverbot war wirkungslos, aber hier ließ man nicht locker. Ein Drogenkrieg kündigte sich an. Und irgendjemand musste ihn austragen. Pro Jahr lagern hier an die 900 Tonnen. So viel? Was macht man mit dem ganzen Marihuana? Verbrennen. Alles wird verbrannt? Alles. Das ist eine Menge Gras. Wann beschloss die Regierung, den Drogengebrauch zu regulieren? Warum sind einige Drogen legal und andere nicht? Und wer hat das überhaupt zu entscheiden? Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden die Vorschriften der FDA zwar immer strenger, aber eine heutzutage illegale Droge wurde überraschenderweise nur als experimentell eingestuft. 1938 stellte ein Schweizer Wissenschaftler, der für ein großes Pharmaunternehmen arbeitete, eine Droge her, die sich als stärkste und höchst konzentrierte, bewusstseinsverändernde Substanz herausstellte, die die Welt je gesehen hat. Lysergsäure 25, LSD, vielleicht ihren Tod bedeutet. Einige Historiker halten es für möglich, dass diese Droge eine Inspirationsquelle für die antiken Meisterwerke darstellte, die wir noch heute studieren. Jeder antike Philosoph von Rang und Namen wurde irgendwann in die Mysterien von Eleusis eingeführt. Die Erfahrungen mit den psychotropen Substanzen war möglicherweise eine Inspirationsquelle für ihre Ideen.
Wann war damit Schluss? Um 400 nach Christus, als die Goten hier einfielen. Gott, diese Kids mit dickem Kajalstrich und engen schwarzen Hosen? Diese trugen Rüstungen. Ein bisschen angsteinflößender. Ein bisschen, ja. Das Ende der Mysterien von Eleusis wurde eingeläutet, als das Römische Reich zum christlichen Glauben konvertiert ist. Die Christen entweihten die Tempelanlagen. Es blieben nur noch Ruinen übrig. Ich frage mich, ob die Griechen auch aus anderen Gründen Drogen nahmen. Drogen wurden in Griechenland in allen Kreisen genommen, sogar in der Volksversammlung. Das ist der Parthenon, die Wiege der Demokratie. Wahnsinn, genau hier? Genau hier, wo wir gerade stehen. Das Treffen begann mit einem Reinigungsritual. Dafür wurden Pflanzen und Kräuter verbrannt. Die Vertreter der Volksversammlung setzten sich dem Rauch psychotroper Pflanzen aus, um in eine, wie sie es nannten, heitere Stimmung zu geraten. So ließ es sich besser über Politik diskutieren. Was war das für ein Rauch? Sie verbrannten Weihrauch und Myrrhe, Pflanzenharze und vielleicht auch Pflanzenblätter. Und Cannabis? Das ist nicht auszuschließen. Die Griechen kannten Cannabis. Ich gebe Ihnen einen kleinen Hinweis. Wo Rauch ist, ist auch Cannabis. Diese Räucherei kann man sich wie beim Hotboxing vorstellen. Man sitzt mit seinen Kumpels im Auto, raucht Marihuana und wird so die ganze Zeit von der Wirkung berauscht. Stellen Sie sich vor, Ihr Auto ist so stark verraucht, dass Sie nach Luft schnappen müssen. So ist es den Volksvertretern ergangen, wenn sie den Rauch psychotroper Pflanzen inhalierten, bevor sie über die Gesetzgebung debattierten. Es scheint, dass dieser abgehobene Zustand ein wichtiger Bestandteil von religiösen und politischen Zeremonien war, ein wichtiger Bestandteil des griechischen Lebens. Das stimmt. Der Rausch war ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Aus dem griechischen Wort Pharmakon, das so viel wie Medizin oder Gift bedeutet, entstand der moderne Begriff Pharmakologie. Der griechische Arzt Hippokrates, der als Vater der modernen Medizin gilt, erkannte, dass hinter der spezifischen Wirkung von Drogen auf unseren Körper wissenschaftliche Gründe stecken könnten. Die Griechen waren der Auffassung, dass jede Substanz, die sich verändernd auf unseren Körper auswirkt, gute oder schlechte Eigenschaften haben konnte. Schlangengift war eine der gebräuchlichsten Arzneien der Antike. Das moderne Symbol der Medizin, ein Erbe der Griechen, zeigt zwei... Krämpfen, Schwindel, Keuchhusten, Masern und so weiter. Hier steht wirklich und so weiter. Man kann die Patentmedizin wirklich als eine Art Wildwestmedizin bezeichnen. Das ging sogar so weit, dass man Flaschen mit morphinhaltigen Substanzen auffüllte und das Ganze als Medikament gegen Morphiumsucht vertrieb. Überall wurde Werbung gemacht. Man stellte Steine am Straßenrand auf, die Vorläufer moderner Werbeplakate. Das Ganze hatte schon karnevaleske Züge. Das Aufkommen der Werbung in Amerika kann in vielerlei Hinsicht der Patentmedizin zugeschrieben werden. In dieser Zeit suchte die schnell wachsende Medikamentenindustrie nach dem nächsten großen Verkaufsschlager. Ihre Suche förderte eine besonders starke Droge zutage, die einen berüchtigten Platz in der Geschichte einnehmen sollte. Die Pharmafirmen entdeckten Kokain als ein mögliches neues Produkt für den Markt. Sie sind für die Kommerzialisierung von Kokain verantwortlich. Die Ärzte sprangen schnell auf den Kokainzug auf. Man begann, es als Anästhetikum bei Rachen- und Augenoperationen einzusetzen, sowie die damals so beliebten und überall erhältlichen Allheilmittel und Wunderelixiere damit zu strecken. Es gibt wunderbare Anekdoten aus den 1880er Jahren. Ärzte, die ihren depressiven Patienten Kokain verabreichten, oder eine Frau, die seit Monaten kein Wort gesprochen hatte und mit Hilfe von Kokain plötzlich ihre Sprache wiederfand. Das war revolutionär. Mit dem Kokain kam die Marketingmaschinerie der Patentmedizin voll in Gang. Die Hersteller dieser Medikamente gaben sich alle Mühe, dem Kunden zu zeigen, dass das Produkt Kokain enthielt. Darum ging es ja schließlich. Kokain war auch einer der wichtigsten Inhaltsstoffe eines neuen beliebten Erfrischungsgetränkes, der Coca-Cola. Wenn man im Atlanta der 1890er Jahre eine Coca-Cola bestellen wollte, zum Beispiel in einer Apotheke, fragte man einfach nach einer Flasche Dope. Kokain feierte seinen Durchbruch und die Leute fanden alle möglichen neuen Verwendungszwecke dafür. Im Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts war es Usus, dass ein Arbeitgeber immer genug Kokain für seine Mitarbeiter bereitstellte.
Ende des 19. Jahrhunderts hatten diese starken Medikamente die gesamte Gesellschaft erreicht. Niemand musste auf ihre Wirkungen verzichten. Das sind Tropfen für Babys. Da sind Alkohol und Opium drin. Das Mittelchen soll bei Blähungen, Krämpfen und Koliken helfen. Heute gibt es regulierende Strukturen, durch die verhindert wird, dass Narkotika einfach über den Ladentisch gereicht werden können. Diesen Umstand verdanken wir der Tatsache, dass diese Mittel früher Kindern zum Einschlafen verabreicht wurden.